Okay, Spielladen. Oh mein Gott, ich bin wieder mal, weiß ich nicht, was jetzt das aktuellste Safe Game ist. Ich muss mir echt anfangen, dass das erste Safe Game das letzte ist, auf dem ich speichere. Ich mach's eigentlich, glaube ich, eh immer so, oder? Wir haben 3. August, 18.30 Uhr. 3. August, 18.30 Uhr. Unter das YouTube-Video vom letzten Stream hat mir jemand geschrieben, wie unglaublich scheiße ich spiele. Aber dass es trotzdem lustig ist. Was soll ich denn mit dem Charakter machen? Wie soll man denn so ein rundenbasierendes Spiel besser spielen? Was? Hä? Unverschämtheit. So. Gut. Wir haben 1 HP. Ist das das richtige Safe Game? Ist das richtige Safe Game? Ich könnte schon sein, aber wo ist bitte... Warum sind wir alleine? Wo ist... Hallo? Ah, da hinten. Nee, dann ist schon das Richtige, glaube ich. Alles gut. Puh, alles gut. So. Ach, Mist. Eine Sache muss ich jetzt noch... Ah, man... Es ist... Immer ist irgendwas. So, jetzt aber. Hallo, Schimpi, was geht? Was würde deiner Meinung nach gewinnen? Eine Alpha-Todeskralle oder Mr. X? Ich glaube ziemlich sicher eine Todeskralle. Ich glaube, wenn der mutierte Birkin, wollen wir uns mal heilen? Ich glaube schon. Wenn der es schafft, Mr. X einfach zu durchbohren, was ich immer noch ein bisschen witzig finde, weil... keine Ahnung, dann sollten auch irgendwie zumindest eine Magnum oder sowas, oder? Wenn Chi es schafft, mit seinen Krallen den zu durchbohren, dann sollte doch zumindest irgendeine starke Waffe auch durch die Haut durchkommen, denke ich mal, oder? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber wenn der das schafft, den zu durchbohren, dann schafft das, glaube ich, auch eine Todeskralle, glaube ich. Und ich glaube, Mr. X könnte jetzt der Todeskralle nicht so viel anhaben, ehrlich gesagt. Oder? Was würde der denn machen? Hi, Hebel. Hab vorgestern meinen alten Fallout 3 Spielstand ausgegraben. Oh. Das Innere der Zetas. Aber das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Jetzt muss ich nochmal schnell was machen hier. So. Das könnte ich, glaube ich, nicht, so ein altes Safe Game nochmal auszugraben, wenn ich so komplett raus bin und überhaupt nicht mehr weiß, was los ist, oder? Naja, Mr. X würde gegen eine Todeskralle aus Fallout 4 gewinnen. Ja, nee, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Die sind zwar schwächer und so, aber ich glaube, die würde er auch schaffen. Okay, gut. Also, wir waren jetzt in Klamath. Warte mal, haben wir in Klamath irgendwelche Informationen bekommen? Oh, guck mal. Was ist denn das? Wüste. Das ist auf jeden Fall was, das durch den DLC hinzugefügt wurde, durch den Patch. Habe ich das auch hier in meiner Liste? Nee, das ist nicht mal in meiner Orteliste. Was ist das? Warum ist da unten was aufgedeckt? Nein, ich will nicht irgendwo... Oh Gott, Hilfe! Das wollte ich nicht. Ich traue mich nicht in die Gifthöhlen. Verdammt. Wir haben 2 Paar Gummistiefeln. Und wir sind nicht mehr alleine. Aber ich habe trotzdem Angst vor den Gifthöhlen. Ja, aber warte mal. Das stimmt. So aus einer Rollenspielperspektive, ne? Wir wissen noch überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Eigentlich. Wir müssten uns vielleicht nochmal bei Vix umschauen und gucken, ob wir doch die Tür aufkriegen. Wir brauchen erstmal Informationen. Wir könnten Sulik fragen, wo seine Schwester ist. Und dann... kümmern wir uns erstmal darum, weil dann stoßen wir ja auch zufällig auf Vic. Ne? Das würde auch funktionieren. Aber hier war ich halt schon und die Tür kriege ich nicht auf. Ne? Wie wäre es mit Birkin Stufe 2 oder 3? Ich glaube, Birkin und eine Todeskralle wäre schon eher ein ausgeglichener Kampf, ja. Glaube ich schon. Ja, gut, keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt einfach in die Gifthöhlen und sterben da vermutlich immer und immer wieder. Let's go.
Warum auch nicht? Oh je, oh je, oh je, Leute. Es ist so heiß. Es ist so heiß heute. Es ist wirklich unangenehm. Wie schlimm ist es bei euch? Bei uns sind es heute so 35 Grad gewesen. So, innen im Erdgeschoss ging's eigentlich, aber jedes Mal, wenn ich mit dem Hund schnell in den Garten bin, weißt du, wenn ich die Terrassentür noch aufmache, dann war es so, boah, holy shit, drückt die Hitze von oben runter. Die fühlt sich richtig schwer an, als ob so ein Druck plötzlich auf den Schultern wäre, wenn man rausgeht. Crazy. Ich hasse Hitze. Ich mag Sommer nicht. Ich mag Frühling, ich mag Herbst. Scheiß auf Sommer. Winter bin ich auch kein großer Fan. Aber ich denke, ja, auf jeden Fall lieber Winter als Sommer. Auch wenn Winter teuer ist, wenn man heizen muss. Aber gut. Hitzefrei. Hitzefrei ist natürlich gut. Hitzefrei ist natürlich gut, das stimmt. Wie Sekundenkleber am Stuhl, ja. Kann ich verstehen. Grad. Ja, das ist auch schon viel zu viel. Ich wollte gerade sagen, das ist noch nicht ganz so schlimm, aber ist totaler Quatsch. Wegen 2-3 Grad hin oder her, ist auch schon egal. Ja, die Luftfeuchtigkeit, ne, die macht auch viel aus. Da fühlt es sich auch wirklich gleich viel schlimmer an. Noch dazu. Persönlich konnte die Hitze nie vertragen. Ich auch nicht. Tatsächlich, ich weiß nicht warum, komme ich mit Hitze mittlerweile besser klar als früher. Keine Ahnung. Das kam so plötzlich von alleine. Ich habe da nichts gemacht oder so. In meiner Jugend habe ich Hitze noch viel schlechter vertragen als jetzt. Aber ich bin immer noch kein Fan. Oh, oh, goldener Gecko. Wow. Sulik macht das, oder? Sulik macht das. Ich helfe Sulik ein bisschen. Ja. So stark ist der goldene Gecko gar nicht. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt werde ich dann kritisch getroffen für 35 Trefferpunkte, bin instant tot und mein Arm ist abgekaut oder so. Na, come on. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber, ja, gegen die Hitze kann man schwieriger was machen zumindest, ne? Das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Aber ich glaube, jetzt ist die große Hitzewelle eh schon wieder vorbei, ne? Ich glaube, morgen ist noch mal ein bisschen warm, aber dann wird es schon langsam wieder besser. Ja, ja, natürlich. Eiskalter Holy Eistee ist hier. Mal wieder der Klassiker. Apfel-Eistee einfach. Ich sollte mir vielleicht mal schnell ein Stimpack reinpfeifen, wenn wir haben. Moment mal, ich habe überhaupt keine Stimpacks. Ich habe überhaupt keine Heilung. Ich habe nichts zum Heilen dabei. Was? Bin ich eigentlich komplett dumm? Sulik, kannst du mal eben kurz bitte helfen? Dammit. Ich glaube, ich sollte nochmal in die Stadt zurückgehen. Ich glaube, wir sollten nochmal irgendwo shoppen vielleicht ein bisschen oder so. Ich glaube, ich bin zu voreilig aufgebrochen. Es war so ein bisschen so, was wollten wir machen? Keine Ahnung, let's go. Aber vielleicht war das keine gute Idee. Komm schon. Nee, mit null. Ich wollte wirklich in die Augen. An den Augen wollte ich eigentlich. Aber mit 0% ist das nicht so sinnvoll. Heute war bei mir auch irgendwie ein matschiger Tag. Ich war matschig im Kopf. Ich bin immer noch ein bisschen matschig im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob das was mit der Hitze zu tun hat. Einfach so ein bisschen träge heute alles und langsam. Wird schon mit der Hitze zusammenhängen auch. Aber manchmal hat man so Tage. Ich muss jetzt auch gerade erst ein bisschen in Fallout reinkommen, ganz ehrlich. Und in Stream. Ich bin gerade irgendwie noch so ein bisschen mit dem Kopf ganz woanders. Aber wird schon. Ich muss jetzt ganz schnell die Flucht... Nein! Oh Gott!
wie war die Woche? Ach ja, bisher ganz cool. Gestern war im Gegensatz zu heute ein sehr produktiver Tag bei mir. Ich habe viel geschafft, was ich schaffen wollte, fand ich gut. Das war cool. Oh, Bestellung ist heute angekommen. Was hast du denn bestellt von Holy? Ich muss mal wieder, wenn ich so drüber nachdenke, die Klassiker mir holen. So ein paar klassische Eistees. Ich weiß von so ein paar so Eistees, die es schon seit erster Stunde gibt. So die Original-Eistees weiß ich gar nicht mehr, wie die schmecken, ehrlich gesagt. Die brauche ich mal wieder. Ja, ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich mir fürs Büro, weil das ist ja wirklich hier unterm Dach direkt, ob ich mir da eine Klimaanlage hole. Aber ich habe mich so ein bisschen informiert und so diese recht günstigen Klimaanlagen sind ja in Wirklichkeit einfach nur Ventilatoren, die Feuchtigkeit raushauen. Und das kühlt zwar wirklich, aber erhöht auch die Luftfeuchtigkeit und so weiter, was irgendwie auch nicht so toll ist. Und jetzt so gern die Lederrüstung. Aber die Steine sind, glaube ich, nichts wert. Und ich habe überlegt, ob man sich so eine mobile Klimaanlage vielleicht besorgen könnte. So eine, die so ans Fenster rankommt, wisst ihr? Aber da muss ich auch wieder extra so einen Reißverschluss, Glättverschlussbezug ans offene Fenster ranmachen und so weiter. Das sieht alles super clanky und so aus. Ich traue der Sache nicht. Das funktioniert wieder überhaupt nicht und wird ein Riesen-Schieß. Vor allem mit den Fliegengittern, dann ist da irgendwas im Weg und so. Ich bin, weiß ich nicht. Bin ich skeptisch. Okay, jetzt pass mal auf. Der Schlagring ist echt viel wert. Warum lege ich eigentlich? Die hat Geld. Ich kann es mit Geld ein bisschen. Na, aber nicht mal ganz. Ich gebe dir noch einen Apfel. Okay, wir kommen der Sache näher. Und ja, noch so eine Fackel. Und dafür doch passt, oder? Ja, nee, okay, einen müssen wir rausnehmen. So machen wir es. Dann habe ich jetzt wenigstens mal ein Stimpack, immerhin. Unser erstes Stimpack im Spiel. Hä, aber ich konnte jetzt auch niemanden fragen, wo Vic ist oder wer Vic ist und wie und so weiter und so fort. Und niemanden die Flasche zeigen, ne? Brauche ich nichts nach einer Unterkunft? Ich habe eine Frage an dich. Garten Eden, Klamath. Welche Städte gibt es hier in der Nähe? Es gibt in der Nähe nur ein paar Städte. Ziemlich weit weg im Südwesten liegt Reading, Dan, ein paar Tage südlich von hier. Okay, es ist super. Das heißt, jetzt haben wir wenigstens ein paar andere Orte noch. Wie steht's mit den Stämmen in diesem Gebiet? Ehrlich gesagt habe ich die Stämme nicht mitgezählt, weil du nach zivilisierten Städten gefragt hast. Aber ich glaube, irgendwo im Nordwesten gibt es ein paar Wilde und dann noch Suliks Stamm, ziemlich weit im Südwesten. Ich glaube, das sind wir, die im Nordwesten. Ich glaube, die redet von meinem Stamm hier. Im Nordwesten. Naja. Das ist ja komisch. Mein Stamm zählt die Vorkriegsstädte nicht mit, wenn von zivilisierten Orten die Rede ist. Reden wir über was anderes. Ich glaube, das war im Augenblick genug. Ist das ein Challenge Run? Es ist nicht wirklich ein Challenge Run, Nilepile. Nicht so wirklich. Aber wir haben unsere Figur von Alexa zufällig generieren lassen. Das heißt, ich habe sehr interessante Werte und Skills, mit denen wir uns jetzt hier durchkämpfen. Aber so richtig Challenge... Ja, doch, es ist irgendwie schon Challenge Run. Kann man nennen, wie man will. So, was machen wir jetzt? Habe ich wirklich mit allen wichtigen Personen geredet? Ich denke schon. Jetzt haben wir zumindest eben auch die Location von The Dan und da gehen wir jetzt mal hin. Ich sollte vielleicht noch schnell speichern, ne?
Oder gehen wir nochmal in die Gifthöhlen? Ah, oh, ich weiß nicht, ob wir in die Gifthöhlen nochmal gehen sollen. Ich habe das Gefühl, die Gifthöhlen sind schon ein bisschen krass. Ja, eben, genau, mein Stein liegt eigentlich direkt im Westen. Es ist weniger Nordwesten, ne? Ich meine, ja, nee. Aber was wäre sonst im Nordwesten? Ich meine, kann außerhalb unserer Karte natürlich sein. Aber gut. Gehen wir in die Gifthöhle, weil sonst müssen wir wieder hierher kommen. Das wird ein ewiges Hin- und Hergereise. Versuchen wir es einfach mal. Wir können uns gerne nochmal schnell unseren Charakter anschauen. Ah, der goldene Gecko steht immer noch im Ausgang. Jetzt passt mal auf. Hier, wir haben von Alexa halt wirklich extrem durchschnittliche Werte bekommen. Ich bin mit der 5 in Stärke ganz zufrieden. Oh, wir sind verstrahlt. Ui. Weil die Stärke kann man ziemlich gut mit Powerrüstung und sowas im Spiel hochstufen. Da kommen wir, glaube ich, locker auf 8 oder 9 sogar. Alle anderen Werte kann man nur so um 1, 2 erhöhen. Na, ah, da bin ich wirklich nicht happy. Vor allem Beweglichkeit 5. Oh, das ist echt scheiße. Aber gut, da kann man nichts machen. Und ansonsten sind wir stabil, was ziemlich nutzlos ist. Und wilder Kämpfer, was ziemlich lustig ist. Und wir sind auf große Waffen spezialisiert, auf Schleichen und Wissenschaft. Wissenschaft ist eigentlich sogar cool, aber bringt uns jetzt noch nicht viel. Schleichen komplett nutzlos, zumindest für mich. Und große Waffen wird noch interessant, aber bis wir mal eine große Waffe haben und auch ein bisschen mehr Stärke, weil sonst wird das auch nichts mit den großen Waffen, sind wir halt sehr nutzlos. Aber gut. Ja, mit große Waffen und Bloody Mess, wilder Kämpfer. Das wird auf jeden Fall lustig. You're almost a Jill Sandwich. Dankeschön für die Bits, Slenderax. Es ist wirklich schade, dass meine Notifications nicht funktionieren. Wenn ich jetzt den Alert nicht höre, dann sehe ich gar nicht, was passiert ist. Ah doch, warte, hier, oder? Ja, egal. Töten wir einen goldenen Gecko. Let's go. Oh Gott. Okay. Sulik, du bist dran. Yeah! Sulik ist mein Starter-Pokémon. Und was für eins. Was für ein Element wäre der von den Startern her? Ich glaube, irgendwie in meinem Kopf wäre Sulik eher ein Feuer-Pokémon, oder? Wegen dieser... Weil er halt aus der Wüste kommt und überall so Knochen hat. Das ist für mich eher Feuer. Sulik ist ein Feuer-Pokémon. Wir, also ich würde sagen, im ersten Teil ist unsere Hauptfigur definitiv ein Wasser-Pokémon. Wegen dem Wasserchip und so. Ist der jetzt tot oder warum kann ich den nicht angreifen? Zielobjekt nicht in Reichweite. Wo liegt denn der? Jetzt geht's. Tada! Einmal kurz reingestochen. Großvaterknochen zeig uns Weg. Sulik, wie geht's dir? 80 von 85 TP. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Versuch's mal ganz schnell hintereinander zu sagen, was denn das, was du vorher geschrieben hast, nicht unbedingt die durchschnittlichste Durchschnittsperson, die jemals den Durchschnitt durchschnitten hat, aber nah dran. Sie sind leicht überdurchschnittlich, ne? Sie ist leicht überdurchschnittlich. Sie hat nirgends unter 5, aber auch nur wenig über 5. Eigentlich ist sie, so für einen normalen Menschen, ist sie eigentlich sogar ziemlich gut, ne? Leicht überdurchschnittliche Wahrnehmung, leicht überdurchschnittliche Ausdauer, leicht überdurchschnittliches Charisma und ganz okay Glück, aber schon sehr durchschnittlich. Aber sie durchschneidet den Durchschnitt ein bisschen. Das stimmt. Wie radioaktiv ist es ja eigentlich? Muss ich Angst haben, mich hier aufzuhalten oder schützen mich die Gummistiefel? Gummistiefel, rettet mich! Die Stiefel sind gerade geschmolzen. Oh, Dech, vielen, vielen Dank für 10 Euro. Warum wurde das nicht vorgelesen? Heute funktioniert aber irgendwie gar nichts, ne?
Aber ich kann sie ja vorlesen. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Ja. Das stimmt. Da kommen wir auch noch hin. Sulik, muss ich dich draußen stehen lassen eigentlich? Sulik, kannst du dich bitte nicht umbringen, weil du durch die Suppe läufst? 20 HP hat Sulik gerade verschwendet, indem er durch die Suppe gelaufen ist. Hä, wenn ich ihm Gummistiefel gebe, benutzt er die? Wahrscheinlich nicht, oder? Habe ich nur ein... Ich dachte... Hä? Habe ich nicht gerade Gummistiefel gefunden? Geister wollen sprechen. Was wollen? Was sagen die Geister über diesen Ort hier? Schlechter Geist unter etwas brechen. Wissen nicht, was das bedeutet. Schlechter Geist unter etwas brechen. Okay. Lass du wollen. Danke. Du solltest dich selber heilen. Machen wir. Genau, ein Paar ist geschmolzen. Ach so, ein Paar ist geschmolzen. Eins habe ich ausgerüstet. Ich verstehe. Sulik, jetzt pass auf, wir machen das folgendermaßen. Du musst jetzt noch einmal leider hier durch. Bitte schnell. Sulik, nein. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Du gehst aber auch den... Also... Ach, Sulik. Und ab jetzt muss ich wirklich auf ihn aufpassen. Der ist ja sogar barfuß. Also so rein lore-technisch macht das ja sogar Sinn. Weil er auch noch barfuß rumläuft. Also lore, ihr wisst schon, was ich meine. Logik ist, glaube ich, eher das richtige Wort. Oh Gott, hallo, Schwenny. Das geht. Wenn du die Maschinenpistole findest, gib sie Sulik. Dann wird er mich immer in den Rücken schießen. Okay, ist das ein goldener Gecko? Ich glaube schon, oder? Ja, ich gehe mal ein bisschen zurück. Wobei, wartet. Die erste Runde gehört doch jetzt mir kostenlos, ne? Das heißt, ich kann zweimal daneben stechen und überhaupt keinen Schaden machen. Und dann kann ich immer noch weglaufen. Dreimal. Ich habe sogar dreimal daneben gestochen, ohne irgendwas zu machen. Muss man auch erstmal schaffen. Oh, kritischer Treffer. Zwar nur 4 Schaden, aber gibt eine Narbe. Naja, nicht so schlimm. Ja, ich habe getroffen. Gecko, wie sieht's aus? Wie tot bist du? 24 von 45 HP, ETP. Ja, das ist das Gleiche. Dann versuchen wir es nochmal. Yes! Das war ein kritischer Treffer. 14 Trefferpunkte. Wo überall Eingeweide fliegen herum. What the fuck? Aber er ist noch nicht tot. Er liegt nur am Boden. Du, deine Eingeweide liegen überall rum, hat mir der Text gesagt. Du solltest nicht mehr so fit sein und mich beißen. Selbst wenn du mich isst, hast du nichts mehr, wo du mich verdauen könntest. Verstehst du? Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem er aufgibt. Ich weiß nichts über die Anatomie von goldenen Geckos. Wer weiß, ob denen neue Innereien wachsen oder so. Es ist wahrscheinlich keine gute Idee, wenn wir jetzt hier in der Höhle Pause machen, oder? Ich krieg zwar, glaube ich, keine Meldungen, dass wir Strahlenschaden kriegen, aber ich bin verstrahlt. Und ich weiß nicht, ob es von hier drin kommt. Deswegen würde ich jetzt mit Sulik mal nochmal kurz vor die Tür gehen und dann campen wir ein bisschen im Ödland. Ich freue mich schon auf Marcus. Ich freue mich schon drauf, wenn Marcus das ganze eigene Team komplett weghaut. Das wird schön. Also gut, bis die Gruppe vollständig geheilt ist, campen wir hier ein bisschen. Prost. Ah. Meint ihr, grüne Kräuter würden auch Radioaktivität heilen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da bräuchte man blaue Kräuter. Ich meine, blaue Kräuter heilen Vergiftung, ne? Da steht nicht dabei, welche. Jede Vergiftung. Also auch Strahlenvergiftung, nehme ich mal an. Also mit einem gemischten Kraut könnte man die Fallout-Figur auch vollständig heilen und auch die Vergiftung rausnehmen. Hi, Rick. Hä?
Ich wollte eigentlich in die Höhlen. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Und hallo, saftig Obst. Okay. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz. Ich bin voll geheilt. Ich bin immer noch verstrahlt, aber okay. Verstrahlt war ich schon immer ein bisschen. Und Sulik ist voll fit. Voll fit, selbstbewusst und tätowiert. Und wir haben immer noch Gummistiefel, oder? Ja, wir haben immer noch Gummistiefel. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Etage tiefer. Hat mein Pip-Boy keinen Geigerzähler eingebaut? Wahrscheinlich wäre der Knopf hier der Geigerzähler gewesen. Wetten? Achso, das sind die Cutscenes. Und was ist das da? Achso, das ist die Cutscene. Okay, Videoarchiv, ja. Na gut, Sulik. Fass. Das wäre schön, wenn ich den Befehle geben könnte. Also so richtig. Oh, ich glaube... Nee, warte, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht, weil die erste Runde ja eigentlich mir gehört, ne? Naja, ist jetzt wurscht. Ich wollte ihn eigentlich nur in Suliks Reichweite locken, damit der gleich zuhauen kann. Ja, zweimal hintereinander mit 30% Trefferwahrscheinlichkeit getroffen. Nice. Und Sulik wird angegriffen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich muss auch an Glow. Ich muss auch an The Glow denken, wenn ich sehe, dass mein Charakter verstrahlt ist. Aber die Höhle hier ist ja zum Glück nicht so weit weg. Und hoffentlich würden wir irgendwo in der Nähe, in The Den oder so, irgendwie ein Redaway finden oder so, wenn es ist. Wow! Aber Sulik geht's noch gut, oder? Der hat HP ohne Ende. Der ist mega krass. Aber das war gerade ein kritischer Treffer auf den. Naja, der ist nicht mal halb tot. Nicht mal ein Kratzer. Wie sieht's bei dem Gecko aus? Ah, der ist auch erst halb tot. Na gut. Dogmeat haben wir noch nicht. Dogmeat kriegen wir eventuell auch in Fallout 2, aber nur durch eine Zufallsbegegnung. Wir haben einen relativ hohen Glückswert, aber jetzt auch nicht super hoch, ne? Also so diese besonderen Zufallsereignisse müssen wir mal schauen, ob wir die kriegen. Blut. I hope it's not Chris's blood. Okay, da oben ist noch ein goldener Gecko. Eine Schleimpfütze mit radioaktivem Glibber. Hm? Gut. Radioaktiven Glibber sollten wir mitnehmen. Ja, das ist auch eine super Zufallsbegegnung. Ach, guck mal. Guck mal, wer da hinten ist. Ein dreckiger Fallensteller mit zerrissener und blutverschmierter Kleidung. Scheint, als ob er sein Bein leicht nachzieht. Ich weiß nicht, warum ich den durch die Wände durchsehen kann, aber gut. Aber wir haben hier so viele Geckos noch. Das hier ist wirklich Geckotopia. Geckohausen. Großvater hören gern Ton, wenn Knochen splittern. Okay, dein Großvater ist ein bisschen... Ich weiß es nicht, aber hey, solange auf unserer Seite ist, ist alles gut, würde ich sagen. Au. Nichts passiert. Ein HP-Schaden. Der Gecko kann gar nichts. Genauso wenig wie ich. Null, null, null Schaden, okay. 5 Schaden! 6 Schaden! 11 Schaden in einer Runde ist zu viel. Das darf nicht passieren. Okay, ich habe ihn immerhin mit 2 Schaden mal ein bisschen angepiekst. Oh, come on. Jetzt wird es mal Zeit, dass der hier stirbt. Hey, Sulik ist so krass. Wie viele Aktionspunkte hatten der eigentlich? 9 HP. Komm, das schaffen wir. Los, und jetzt kommt er, der kritische Treffer. Pff, okay, dann halt nicht. Hätte ja sein können. Speichern. Gute Idee. Dankeschön. Okay, geschafft. Speichern wir erstmal. Danke für die Erinnerung. Let's Go Bird Rider ist sicher schon 1000-mal gefragt worden, aber warum streamt er noch Fallout London?
hätte da auf die Kombi schon echt Bock drauf. Das kann ich dir beantworten, Cosmo. ich hab's einfach nicht zum Laufen gebracht. Ich hab's jetzt auch schon seit zwei Wochen oder so nicht mehr versucht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da schon irgendwas gepatcht wurde seitdem, aber ich hab die GOG-Version von dem Mod mit der Steam-Version von Fallout 4 nicht zum Laufen gekriegt. Und dann hatte ich keinen Bock mehr und hab's einfach und hatte auch keine Zeit mehr jetzt, dass ich's mir nochmal anschaue. Deswegen habe ich das jetzt erstmal auf Eis gelegt, aber grundsätzlich habe ich Interesse dran. Aber die sollen das vielleicht erstmal reparieren oder so. Ich habe auch gehört, selbst wenn man es zum Laufen kriegt, stürzt es dauernd ab und so. Deswegen, ja, braucht das. Muss vielleicht einfach noch ein bisschen kochen. Das Spiel. Muss noch ein bisschen vor sich hin köcheln, bevor das reif ist. Vielleicht. Aber das schaue ich mir definitiv an. Ach, komm schon. Okay, ich muss jetzt sehr dringend weglaufen. Wir wollen frisches Fleisch, wir Frodo hier. Irgendwie Sulik so ein bisschen Strong, oder? Sulik und Strong würden sich, glaube ich, gut verstehen. Die würden gemeinsam Geckos einfach essen. Ach, guck mal, der war noch gar nicht tot. Ich habe nur gedacht, der war nur bewusstlos. Es war eine Falle von Anfang an. Da war auch kein Blut. Oh nein. It's a trap. Ja, super. Und jetzt werden wir hier von... Oh Gott, gut, dass ich Landorex... Dankeschön, dass du mich ans Speichern erinnert hast. Weil das könnte jetzt brenzlig werden. Okay, passt auf. Ich wollte sparsam sein. Oh, warte mal, guck mal. Ich habe ein Red Axe. Wo habe ich denn das her? Das nehme ich jetzt mal, weil ich mir nicht sicher bin, ob es hier radioaktiv ist. Ein Red Away wäre noch besser, aber ein Red Axe ist auch gut. Moment! Das hat uns so gut wie überhaupt nicht geheilt, das Ding. Scheiße. Ja, und wisst ihr, warum es uns nicht geheilt hat? Wegen unserem Perk, den uns Alexa am Anfang gegeben hat. Wir haben weniger Nebenwirkungen, aber auch weniger Wirkung, versteht ihr? Damn it. Und wir haben so wenige Aktionspunkte, dass wir nicht mal effizient weglaufen können vor denen. Ja, die Geister sollen jetzt wirklich über uns wachen, Sulik. Das wäre echt gut. Also wenn die Geister irgendwie so einen Defense-Mode haben, dann bitte jetzt aktivieren. Bitte jetzt den Defense-Mode der Ahnen aktivieren, Sulik. Mögen die heiligen Knochen der Tiefe über uns wachen. Sulik, du musst zustechen. Ich weiß auch nicht. Okay, ich muss fliehen. Jetzt bin ich leider um die Kurve gegangen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder einen Angriff, aber das überlebe ich schon. Jetzt versuche ich relativ straight wegzulaufen. Und dann klettere ich die Leiter hoch und dann heilen wir uns erstmal. Der ist gefährlich nah gekommen, der eine Gecko. Der könnte nochmal angreifen. Ich habe 9 HP. Das müsste ein krasser Treffer sein, der mich sofort tötet. Eher die Ausnahme hier. Ja, aber wirklich. Danke, Alexa. Okay, ich traue mich immer noch nicht, hier drin zu campen. Deswegen gehen wir noch mal kurz raus. Sulik! Hör auf, in den Schleim zu laufen! Aber jetzt ist andererseits auch schon wurscht. Okay, gehen wir ein bisschen in die Wüste. Hey, immer wenn wir in die Wüste gehen, habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass eine coole Zufallsbegegnung kommt. Ne? Insofern ist eh alles gut. Ich hoffe nur, dass das Dorf nicht stirbt, weil wir so lange brauchen, das Geg zu finden. Du verlierst 25 strahlenresistent. Ach so, ja klar, das Red Axe wirkt nicht mehr. Ich weiß, dass bei meiner... Ja, dass die Alexas mit anspringen. Ja, genau, ich denk's mir schon.
Oh, was ist denn jetzt los? Error? Error oder Error? Okay, ich schätze mal, ich befürchte, dass da irgendwas von dem Patch nicht ganz funktioniert. Error. Ende. Wie kann es Arroyo wagen? Was hat er gesagt? Ich konnte es nicht lesen. Dadurch, dass alles Error war, würde mich echt interessieren. 333 TP hat der. Ausgestoßene. Kaga. Warum ist da ein Kaga mit 333 TP? Sulik, wisch mit dir den Boden auf, Kaga. So nämlich. Jawoll. Sulik. Sulik, let's go. Schau, er läuft weg. Sulik ist ihm zu krass nämlich. So sieht's nämlich aus. Leg dich nicht mit Sulik an. So. Hallo, Asiwi, RCB. Ich wurde noch nie zuvor besiegt, sagt er, während er wegläuft. Okay. Ich werde mich deiner Vernichtung widmen, unreines Wesen. Laufen die jetzt alle weg, oder was? Sulik ist einfach gnadenlos. Okay, ich schätze mal, die anderen fliehen jetzt. Aber mich hätte so interessiert, was die eigentlich sagen würden, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das ein Fehler mit der deutschen Version halt war, mit deutschen Text, weil der Mod ist halt doch Englisch, ne? Wer weiß. Wir werden es nie erfahren. Dech-76 Hess giftet Asub Tuvello 3463. Ey, dankeschön, Dech, für das Subgift. Freut mich sehr. Aber irgendwas ist heute anders mit den Notifications, ne? Ich verstehe es auch nicht. So, was haben wir jetzt davon? Ein paar Erfahrungspunkte und ein Messer. Gehen wir mal in die Höhle, Sulik. Gucken wir mal, was da drin ist. Ah, Geckos. Als ob wir in der Gifthöhle nicht genug Geckos hätten. Aber wäre jetzt natürlich erfahrungspunkttechnisch schon interessant auch, ne? Oh, da gibt's ein Ende der Höhle. Da gibt's eine andere Seite der Höhle. Okay, ja, das ist schon spannend. Ich würde fast sagen, da müssen wir mal nachgucken. Befürchte ich. Dann kämpfen wir uns mal durch die Höhle durch. Ja, wartet mal, der Automod hat was gefressen, das mich gerade interessieren würde. Moment. Der hat gesagt, ich bring dich um. Ja, aber der hat irgendwas anderes gesagt. Der hat irgendwie gesagt, wie kann es Arroyo wagen? Und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und jetzt würde mich interessieren, was der für ein Problem mit Arroyo und uns hat und mir hat. Was hat denn ihm Arroyo getan? Ich weiß, dass es ursprünglich im Spiel mal geplant gewesen wäre, dass wir nicht das erste auserwählte Wesen sind, sondern dass vor uns schon mal ein anderes auserwähltes Wesen in die Wüste geschickt wurde. Und dadurch, dass das erste auserwählte Wesen nicht fassen kann, dass wir quasi jetzt das Dorf wirklich retten, daran, wo er gescheitert ist, beschließt er irgendwie, dass seine Rolle ist, uns aufzuhalten oder irgendwie so, wisst ihr, keine Ahnung. Und es könnte gut sein, dass der Mod diese Geschichte wieder mit reinbringt und dass das der war. Aber da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Also Mod, ja doch, es ist ein Mod. Restoration Mod. Die heißen ja Ausgestoßene. Vielleicht hat er sowas gesagt, wie kann Arroyos wagen, uns rauszuschmeißen. Ja, vielleicht irgendwie so. Naja.
Ich bin so froh, wenn unser Charakter mal irgendwie ein bisschen kämpfen kann, weil das wird jetzt ein bisschen dauern, uns hier durch die Geckos durchzuschnetzeln. Ich kann noch nicht mal in die Augen hauen. Also ich könnte es, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Autschi. Oh, Zulik! Zulik. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was das jetzt war. Ich kann es ja verstehen, wenn man irgendwie mit dem Maschinengewehr von hinten in die Gruppe bolzt, ne? Dass man da vielleicht, dass da eine Kugel sich mal verirrt oder so. Aber der hat sich gerade umgedreht und mich abgestochen. Warum? Ich weiß schon, dass ich nutzlos bin, aber so schlimm, ey. Da haben sich schon ganz schön Aggression angestaut in Zulik anscheinend mir gegenüber. Zulik, wir müssen den goldenen Gecko jetzt bitte schaffen. Ich muss speichern. Ich muss speichern, weil wir sterben jetzt. Ich dachte wirklich, mit voller Energie kann ich schon auf den goldenen Gecko hingehen. Wird schon klappen. 11 HP. Oh Mann, ey. Oh, ich habe 6 Schaden gemacht. Oh, wir leben. Wir leben. Wir leben noch. Mit 2 HP. Und der Gecko hat 5 HP. Shit, ey. Shit. Ja. 6 HP. Okay, krass. Oh Gott. Level up. Sehr gut. Ich bin wirklich... Ich überlege so, ob wir vielleicht ein bisschen was in Nahkampf legen sollten. Damit wir ein bisschen besser in Nahkampf werden. Aber es ist so verschwendet. Später könnten wir das für große Waffen und Wissenschaft so gut brauchen. Aber jetzt gerade... Nee, Zulik schafft das. Zulik bringt uns durch. Ich level jetzt schon auf große Waffen. Weil ich weiß, dass wir uns auf Zulik verlassen können. Ich vertraue Zulik so sehr, dass ich jetzt alle unsere Erfahrungspunkte wegschmeiße. Schon mal. Vorsichtshalber, dass ich nicht auf blöde Ideen komme. Nee, es ist entschieden. Wir bleiben auf unseren Spezialgebieten. Guckt euch das an. Guckt euch das an. 80 Wissenschaft, 80 große Waffen. Sehr gut. Oh. Ich hoffe auch, dass wir bald eine Minigun finden, ja. Ich würde sagen, wir ruhen uns jetzt nochmal... Ach so, naja, schade. Oh, shit. Aber können wir uns vielleicht draußen vor der Höhle ausruhen? Hier? Hier können wir uns auch nicht ausruhen. Und wenn ich jetzt gehe, kommen wir hier nie wieder hin. Und 190 Erfahrungspunkte ist eigentlich schon ganz fresh auch. Naja, so viel ist es auch wieder nicht. Ich könnte versuchen, an denen vorbeizulaufen, aber an der Gruppe komme ich halt nicht vorbei. Und an der auch nicht. Aber ich würde gern wissen, was am anderen Ende der Höhle ist. Hi, rasierter Wookie. Ich würde echt gern wissen, was am anderen Ende der Höhle ist. Aber die Geckos, die sind zu krass. Die schaffe ich nicht. Auch das Level-Up bringt uns da jetzt nichts. Okay, gehen wir mal an denen vorbei. Ich sollte mal speichern vorher irgendwo, vielleicht. Die lassen wir jetzt einfach stehen, Zulik. Und jetzt komm her. Oh, guck mal, das sind 2 goldene. Mit den kleinen werde ich fertig. Eben, vielleicht ist da die epische Schatztruhe. Mit der Gatling Gun der Gerechtigkeit plus 5 oder so. Ja, schleichen bringt halt in dem Fall jetzt nichts. An den kann ich mich nicht vorbeischleichen. Mein Plan ist jetzt ehrlich gesagt, dahin gehen vorsichtig, bis ich Aggro krieg und dann ganz schnell weglaufen. Und dann hoffen, dass Zulik die ganz schön kaputt macht. Und zur Not muss ich die Höhle verlassen und dann wieder neu reingehen. Zulik, du hast schon gesehen, dass wir Aggro haben, ne? Weil du mir nachläufst. Du sollst dem goldenen Gecko nachlaufen. Zulik! Wir sind im Kampf! Was machst du? Oh mein Gott, Ian all over again. Nein, Zulik! Kämpf gegen den Gecko! Zulik hat echt keinen Bock mehr auf meinen Scheiß, oder? Ist Zulik vielleicht irgendwie verletzt? Habe ich irgendwie seine HP? Nee, Zulik geht's gut. Zulik hat nur keinen Bock auf Kämpfen. Ja, okay, dann verlasse ich die Höhle gleich mal und gehe nochmal neu rein.
Zumindest konnten wir einen goldenen Gecko von der Herde trennen. Das ist schon mal gut. Wenn jetzt vielleicht Zulik noch die Aggro auf sich ziehen würde. Ah, das wäre so gut, aber hat bis jetzt selten geklappt. Okay, Zulik, gehen wir noch mal rein. Der goldene Gecko müsste noch irgendwo hier sein. Normalerweise merkt sich das das Spiel. Oder etwa nicht? Eigentlich schon. Hä? Nee, jetzt ist er tatsächlich wieder da unten. Das ist okay, na gut. Egal. Aha! Oder auch nicht. Und ich bin voll in seine Falle getappt. Nein! It's a trap. Und ich bin mitten rein. Hab mir nur ein HP abgezogen, zum Glück. Zulik, greifst du den jetzt wieder nicht an, oder was? Läufst du jetzt schon wieder mir hinterher? Na, er greift den Gecko an. Gut. 5 Schadenspunkte. Okay, das ist ein bisschen lächerlich hier. Das ist wirklich schade. Ich würde wirklich gerne... Es ist eh überhaupt nichts. Wisst ihr, wir finden da am anderen Ende der Höhle eh überhaupt nichts. Aber ich überlege, ob wir jetzt mal speichern. Ich mache das jetzt auch. Wir speichern jetzt nochmal hier. Und dann versuche ich einfach durchzulaufen. Das wird nicht klappen. Das sind zu viele. Aber ich versuche einfach hierher durchzulaufen. Jede Runde meine ganzen Aktionspunkte einfach ins Laufen. Und dann schaue ich, dass ich da durchkomme. Ich will ja nur wissen, was da ist. Ich will es nur wissen. Wahrscheinlich ist es eh nichts Wichtiges. Aber erstmal sterben wir. Ja, tatsächlich. Du bist gestorben. Das geht ja schon mal gut los. Okay. Okay, los geht's. Das Katz-und-Maus-Spiel. Das Blöde ist, ich habe so wenig Aktionspunkte und die Geckos so viel, dass wenn ich nur einmal nicht ideal weglaufe, sondern so ums Eck gehe wie jetzt gerade, könnte das schon reichen, dass der mich angreifen darf einmal. Und es reicht schon, einmal angegriffen zu werden mit einem blöden Treffer, dass ich tot bin. Bis jetzt... Oh ja, warte mal. Wenn wir Glück haben... Wenn wir Glück haben... Ich weiß nicht, ob das ein Bug oder ein Feature ist im Fallout 2. Aber wenn wir Glück haben, greifen jetzt die anderen Geckos gar nicht in den Kampf ein, weil die nicht von Anfang an in den Kampf verwickelt waren. Das könnte sein. Oder wir sind jetzt tot. Wir sind tot. Schade. Na, noch nicht, aber... Ja, doch. Nein, der kleine Gecko hat uns umgehauen. Ausgerechnet bei dem dachte ich mir, der schafft uns nicht. Ja, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Es dauert zu lange. Und für nix und wieder nix. Wir gehen jetzt. Los, nix wie weg hier. Hä? Hau ab? Seid ihr noch hier auf der Map oder was? Ich dachte, ihr seid schon unreines Wesen. Hau ab. Ja, komm halt her, wenn du dich traust. Oder was jetzt? Ne, jetzt ist er wirklich weg. Da stand noch einer. Ah, warte mal. Da stand noch einer. Konnten wir uns deswegen nicht ausruhen? Nee, schade. Okay. Halt, stopp. Jetzt müssen wir uns natürlich nochmal ausruhen. Weil wir wieder so im Arsch sind. Die Gifthöhlen würde ich schon gerne machen. Wenn wir jetzt auch das gerade nicht geschafft haben. Die Gifthöhlen würde ich schon gerne machen. Wir brauchen so dringend eine große Waffe. Alexa, wie bekommt man in Fallout 2 eine große Waffe? Übersetzt von solidsnack.com. Wenn Sie zu viel Teig einfüllen, kann dies zu einer Waffel mit einem verlängerten geformten Teil des Ausgussabschnitts führen. Okay, alles klar. Zu viel Teig einfüllen und dann eine verlängerte Waffel der Ausgussform kriegen. Let's go! Gut, dass man sich auf Alexa einfach verlassen kann. Für so Guides und sowas ist die immer gut. Holen wir uns die verlängerte Waffel des Todes. Let's go. Okay. Wenn sie schon unseren Charakter gebaut hat, ne, dann soll sie auch spielen.
Okay. Zwei goldene Geckos. Sind die noch verwundet? Nein, die sind wieder fit, leider. Die sind wieder geheilt. Okay, okay, okay. Das könnte eng werden. Das war gut. Das war gleich mal gut. Immerhin zwei Treffer. Hey, warte mal. Kann ich jetzt cheaten und einfach gehen? Nee, dafür habe ich keine Aktionspunkte mehr. Sulik, ist das Messer wirklich deine beste Waffe? Na, vielleicht wegen den Aktionspunkten. Es kann schon sein. Es kann schon sein. Sulik hat die Agro. Yes! Sulik kann gut tanken. Viel besser als ich. Sulik hat kritisch verfehlt und seine Waffe ist heruntergefallen. Okay, das ist nicht so gut. Aber er hat noch 70 HP. Wenn du Alexa nach der Komplettlösung fragst, liest sie dann 2 Stunden vor. Ich kann es mal versuchen. Ich bin mir sicher, es kommt ein Rezept für Wiener Würstchen oder sowas. Alexa, nenn mir die komplette Komplettlösung von Fallout 2. Ach so. Mag sie gar nicht. Alexa, ich brauche die Komplettlösung von Fallout 2. Ich bin mir leider nicht sicher. Thank you. Oh, danke schön für die Bit, Slenderax. Alexa, was ist die mächtigste Waffe in Fallout 2? Hier ist eine Antwort von einem Alexa Answers Nutzer, die ich übersetzt habe. Die Zarenbomber ist die stärkste Waffe. Die Zarenbomber. Also wir brauchen jetzt nur die Zarenbomber und in die Zarenbomber müssen wir dann zu viel Teig einfüllen. Und bam, haben wir Fallout 2 basically schon durchgespielt. Danke für die Tipps, Alexa. Immer wieder wertvoll. Sulik, ich weiß halt wirklich nicht. Jetzt ist ihm das Messer aus der Hand gefallen und anstatt es aufzuheben oder irgendeine andere Waffe zu benutzen, die er hat, von den Tausenden, die ich ihm gegeben hat, versucht er jetzt die Geckos mit der Hand zu verprügeln. Was ist denn mit dem? Also wirklich. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass Sulik nicht stirbt jetzt. Das ist jetzt echt saublöd einfach gerade. Oh Gott, wir werden nicht mal mit so ein paar Geckos fertig. Ich bin raus hier. Sulik, kannst du mir erklären, was das war, bitte, mit deinem Messer? Ja, dann nimm den Vorschlaghammer, mein Gott. Ja, was zur Hölle? Sulik. Vielleicht gehen wir doch erstmal. Wisst ihr was? Dennis ist nicht so weit weg. Die Gifthöhle kann warten. Der verletzte Kerl mit seinem verletzten Bein ist in ein paar Tagen auch noch verletzt. Wir gehen jetzt nach The Den und schauen uns da erstmal ein bisschen um. Und dann gucken wir nochmal. Um Gottes Willen. So. The Den. Das klingt wie so. Da-dum, The Den. Pech gehabt. Ein Chatty. Habt ihr die Kinder gesehen, was die gemacht haben? Becky hat die niedrigsten Preise. Haben die jetzt schon irgendwas geklaut eigentlich jetzt? Nicht, dass es mir auffallen würde. Kinder. Hallo, ich heiße Rebecca. Aber kann ich dir was zu trinken bringen? Du hast bestimmt Durst nach dieser langen Reise durch die Öde. Ich suche ehrlich gesagt eher einen Händler namens Wick. Ja, ich kenne Wick. Metzger hat ihn eingesperrt. Ich weiß aber nicht, warum eigentlich. Wer ist Metzger? Du kommst nach Den und weißt nicht, wer Metzger ist? Er ist Sklavenhändlermeister. Er ist im Osten der Stadt. Du kannst ihn kaum verfehlen. Ich habe noch mehr Fragen, aber natürlich. Hast du Arbeit? Fred schuldet mir $200. Wenn du es eintreiben kannst, können wir einen Handel machen. Wo ist der Haken?
Haken? Naja, du müsstest wahrscheinlich Fred kennen, um das zu verstehen. Er schuldet mir schon seit einiger Zeit das Geld. Ich habe es als Verlust abgeschrieben, aber wenn du es zurückholen kannst, wäre ich freudig überrascht und dankbar. Ich bin mir sicher, er ist irgendwo in der Stadt. Ich schau mal, was ich tun kann. So. Haben wir hier noch Leute mit Namen? Kneipengast? Spieler? Frau mit scharfen Augen und sehr geschäftsreich. Okay. Nee, ich will nicht. Ich will nicht wetten. Lass mich. Lauter Spieler. Kunden. Okay. Schauen wir mal nach Tabbies. Schon wieder. Ey, Kinder. Schlimmsten Charaktere im Spiel. Eine, die Chat nimmt. Da ist der Ladenbesitzer. Möchtest du auch Alexa fragen, welche Fraktion du beitreten möchtest? Oh, in den zukünftigen Teilen, ne? Da könnte man das tatsächlich so machen. So Fallout 4, welche Fraktion man nimmt oder so. Schauen wir mal. Hallo, meine Dame. Meine Freunde nennen mich Tabby. Und ich heiße dich in meinem Laden willkommen. Wie kann ich dir helfen? Schauen wir mal, was du verkaufst. Oh, eigentlich sehr schöne Sachen, die ich mir aber wahrscheinlich leider nicht leisten kann. Aber andererseits könnte ich jetzt Sachen verkaufen, bevor mir die Kinder die Sachen klauen, ne? Eine Rüstung werden die mir nicht wieder ausziehen, wenn ich die mal anhab. Hoffe ich. Denke ich. Ah, so viel Geld habe ich nicht. Ich brauche ja sowieso auch für Metzger jetzt dann Geld, ne? Auch wenn unsere Figur das noch gar nicht wissen kann, aber ich weiß es halt schon. Verkaufen wir einfach mal ein bisschen. Damit wir hier ein bisschen Kohle mehr haben. Ach so, nee, den Sklavenhändler will ich nicht beibringen. Das ist immer das Schönste im ganzen Spiel, wenn man dann super mächtig zurückkommt und Metzger endlich umbringen kann und alle seine Leute und alle befreien kann. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Den trete ich bestimmt nicht bei. Habe ich noch nie gemacht. Das wäre fast mal interessant, ne? Aber werde ich wahrscheinlich auch nie machen. Dafür hasse ich die zu sehr. Hi, Lara. Ich heiße Lara. Das ist schon gut, oder? Man geht in ein Haus, macht einfach so eine fremde Tür auf und tritt rein und dann steht da jemand und sagt, ich heiße Lara und das ist meine Gang. Okay, weird. Du machst hier lieber keinen Ärger. Könnte sonst sehr schmerzhaft werden. Hast du Arbeit für mich? Tja, es hängt davon ab, was du kannst. Leider nicht besonders viel. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin relativ nutzlos. Naja, da ist noch etwas, was ich wissen will. Wenn du es rauskriegst, zahle ich dir was. Okay, worum geht's? Östlich von hier ist eine Kirche. Metzger hat dort einige Leute, die irgendwas da drin bewachen. Finde heraus was und ich zahle dir $200. Na, Logo. Danke, lass dich nicht auf einen Kampf ein. Noch nicht. Ich habe einen Plan. Kein Problem. Hallo, Lecky. Was hast du verpasst? Ach, eigentlich ehrlich gesagt nicht viel. Ich bin vor Geckos weggelaufen die meiste Zeit. Und dann ist Error gekommen und ist von uns weggelaufen. Das war so ziemlich alles, tatsächlich. Die aber auch gar nichts in ihrem Büro hat, was man plündern kann. Ist die Tür offen? Darf ich da mal reingehen? Ja, darf ich mal kurz in das Bücherregal gucken? Ja, darf ich mir das stehlen? Dankeschön. Hey, kann ich das Buch bei euch hier drin kurz lesen? Ich habe Angst, dass mir die Kinder das stehlen sonst.
So, somit sind wir ein bisschen besser mit kleinen Waffen. Herr, aber weil gerade jemand vorher gesagt hat, von wegen, hey, gib Schulig eine kleine Waffe. Hier, der hat eigentlich eine Pistole zumindest. Der könnte auch mit der Pistole schießen. Ich weiß wirklich nicht, warum er das nicht macht. Er hat doch Munition und alles. Habe ich ihm gesagt, dass er erst in den Fernkampf gehen soll? Weil er könnte ja auch, ne? Schauen wir mal kurz. Pass auf, dass du mich nicht triffst. Ja, schön wär's. Ja, mit explodierenden Waffen. Distanz, dann Nahkampf. Ja, eigentlich... Eigentlich wäre darauf eingestellt, dass er Distanzkampf priorisieren soll. Aber okay, bleib in meiner Nähe. Greif den Stärksten an. Stimpaks, wenn du schwer verletzt bist. Ne? Das passt eigentlich... Von den Einstellungen her passt eigentlich alles. Ne? Er macht's einfach nicht. Ich wäre gern Sulig, ohne Scheiß. Ich wäre lieber Sulig. Schaut euch mal die Werte von dem an. Der hat einfach 85 HP, hat einfach 9 Aktionspunkte. Ey, ich würde so gern tauschen. Sulig, willst du... Hey, wollen wir mit deinen Ahnengeistern und sowas irgendwie Seele tauschen? Wäre das nicht cool? Du kannst meinen nutzlosen Körper haben und ich nehme deinen ziemlich krassen Superkörper. Das wäre doch cool. Findest du nicht? Ein Chatty. Ganz viele Chatties. Ein dünner, schmierig aussehender Mann. Hallo, dünner, schmieriger aussehender Mann. Hey da, ich bin Flick. Was zum Teufel willst du, hä? Was ist denn das für ein verschrobener Akzent, den du da hast? Hat der einen verschrobenen Akzent? Dann muss ich den anders sprechen. Wie klingt denn ein verschrobener Akzent? Hey da! Ich bin der Flick. Was zum Teufel willst denn du? Hä? Wovon sprichst du? Denkst du, ich bin ein beschissener Pirla? Was? Ein dünner Filio? Die Putana? Denkst du, ich bin sowas wie ein Clown? Ich bin hier zu deinem Vergnügen oder was? Nein, Entschuldigung, ich war nur neugierig. Ich möchte dich nur nach etwas fragen. Jö, was willst denn du? Du verschwendest meine Zeit. Es schwankt so ein bisschen zwischen so ein bisschen sächsisch und französisch, oder? Was ich da versuche zu machen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also. Ich suche einen Bunker. Und einen Händler namens Wick. Hast du eine Ahnung, wo der sein könnte? Bunker, Vielleicht weiß Möhm was drüber. Ich jedenfalls nicht. Aber diesen Typen Wick, den kenne ich. Metzger hat diesen Bunker Pistola. Diese Ausdrücke hier, ist das irgendwie so spanisch oder so? Ich weiß es nicht, was er meint. Und wer ist Mom? Mom betreibt einen Imbiss im Osten der Stadt, gleich hinterm Friedhof. Netter Laden, hat Gütepasta. Mamma mia, italienisch. Ist er eher italienisch? It's a me. Okay, wir können auch eher so italienisch machen vielleicht. Was ist mit dem Typen Metzger, der Wick hat? Metzger ist eine richtige Rampiballe, leitet die Sklavenhändlergilde in Osten der Stadt, nördlich von Mama. Und ich weiß, er hat Wick, Mama mia. Danke, ich will dich noch was anderes fragen. Was willst du? Du verschwendest meine Zeit, Mensch. Ich würde mit dir handeln. Oh, warum? Er hat einen Schlüssel zur Trapperstadt. Den verkauft er mir hier. Das ist ja ungewöhnlich. Hat er den von Vic? Oh, ich will eine Lederrüstung, ey. Ohne Scheiß. Ich will eine Leder. Warum habe ich so viele Leuchtraketen? Wer braucht so viele Für was braucht man wirklich? Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben Leuchtraketen benutzt, auch nur. Ich weiß nicht mal genau, für was die gut sein sollen. Erhöhen die Wahrnehmung in dunklen Orten oder so. Ich weiß es nicht mal. Na gut. Das reicht. Also Flick, bis dann.
Okay. Die lehrreichste Erfahrung ihres Lebens. Betreten Sie ein wahrhaftes Spukhaus. Okay. Gehen wir ins wahrhafte Spukhaus. Hallo, willkommen, salut, ich bin der große Ananias. Er verneigt sich leicht vor dir mit einem Schnörkel. Schnörkel? Was ist ein Schnörkel? Ist das muss zum Tauchen benutzen? Nee, so ein Schnörkel. Oder ist das so ein gezwirbelter Bart? Ich bringe Mysterien von nah und fern, Mysterien aus der Welt, die jenseits der unseren liegen. Aus der Unterwelt. Und was sind das für Mysterien? Ich weiß Dinge, die sonst kein Sterblicher wissen darf. Entschuldige. Für einen Moment ist es mit mir durchgegangen. Ich kenne Geschichten von einem Geist, der sich in genau diesem Gebiet herumtreibt, sowie einige wahrhafte ägyptische Mumien, ach nee, eine nur, die du hier in diesem unglaublichen Sarkophag bewundern kannst. Erzähl mir mehr über diese Mumie, ich sterbe vor Spannung. Nein, mein Freund, eine Mumie. Direkt aus der Wüste des antiken Ägyptens ins Ödland. Exklusiv für dich zum Anschauen. Okay, wie viel macht es, den verschrumpelten Leichnam zu sehen? Es wäre mir ein Vergnügen, einen Menschen von solch öffentlichem Format, offensichtlichem Format, wie du es bist, dieses einmalige und historische Spezies für einen Betrag von nur $25 zu zeigen. Oh, so viel will ich nicht ausgeben. Ich glaube, ich werde auch überleben, ohne die Mumie gesehen zu haben. Nein, shit, ich habe versucht, ihn auszutricksen. Selbstverständlich will ich die Mumie sehen. Ich dachte, vielleicht geht er mit dem Preis nochmal runter. Also, zeig mir die Mumie. Da steht wirklich, ne, ach so, warte, da steht Mumie. Ja, ich bin nur dumm. Alles gut. Öffne einfach den Deckel des Sarkophags und schon wird dir die unglaubliche Mumie im Glanz ihres antiken Ruhms offenbart. Aber bitte berühre sie nicht und bloß keine Fotos mit Blitzlicht. Klasse. Hier ist sie, die Mumie. Die Tür des Sarkophags klappt auf und gibt einen Blick auf einen vertrockneten Leichnam frei, der ziemliche Ähnlichkeit mit einem normalen Ghoul hat und der in einem spärlich bemalten, zerbröckelten und brüchigen Sarkophag aus Pappe steht. Soll das eine Mumie sein? Ich kann nicht glauben, dass ich gerade $25 gezahlt habe, um ein 6 Fuß großes Stück Dörrfleisch zu sehen. Oder soll ich mitspielen? Mann, das ist ja fantastisch! Also, glaube ich. Du schaust dir die Mumie eine Weile sehr aufmerksam an. Danke, auf Wiedersehen. Nee, ich spiele mit. Ich sag, das ist fantastisch. Nichts Ungewöhnliches. Die Tür ist verschlossen. Warte mal, die Tür ist verschlossen, aber wir können hier einfach reingehen, ne? Lol. Ja, ich glaube auch, dass die Leuchtraketen nur zum Verkaufen da sind. Basically ist es so. Oh, was haben wir denn hier? Keine. Was haben wir denn wirklich hier? Ich kenne das Item wirklich nicht. Nichts Ungewöhnliches, keine. Ich weiß jetzt leider nicht, was das ist, weil wahrscheinlich wieder irgendwas mit den Texten nicht funktioniert. Du siehst nichts Ungewöhnliches. Es wiegt 1 Pfund. Okay. Kann ich das irgendwie benutzen? Ja. Okay, warte. Das Taschenbuch ist zu porös, um benutzt zu werden. Die Informationen wurden auf den Pitboy geladen. Du erhältst 100 Erfahrungspunkte. Okay. Hol das Buch von Derek. Hol bei Metzger Erlaubnis für Bandenkrieg ein. Was? Was sind das für Missionen?
guck mal, ich habe hier sogar einen Eintrag für Error. Aber leider kann ich nichts lesen. Ah, dammit, ich speichere mal wieder, ne? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Woher weiß ich überhaupt, was Ägypten ist? Vielleicht hat er irgendwo drüber gelesen, ne? Das kann ja sein. So, was haben wir denn hier? Hallo, Mari Orgoden. Ich bin Joshua. Was kann ich für dich tun? Woher kennst du meinen Namen? Deine Taten haben in letzter Zeit Aufmerksamkeit erregt. Ey, niemand ist so viel vor Geckos weggelaufen wie du. Das ganze Ödland redet drüber. Die Leute reden und die Leute hören zu. Neuigkeiten verbreiten sich. Denk daran, du bist nur ein kleiner Fisch in einem Meer voller Haie, Mari Orgoden. Was meinst du denn damit? Sagen wir einfach, du bist neu hier und du hast keine Ahnung, was in der Nachbarschaft so passiert. Und es passiert eine ganze Menge mehr als deine kleine Odyssee. Sprich weiter, ich höre zu. Ich habe für heute genug gesagt. Ich glaube, du solltest dich jetzt um deine Angelegenheiten kümmern. Warte, ich habe noch ein paar Fragen. Also gut, du darfst noch eine Frage stellen. Was willst du wissen? Okay. Eine Frage, das ist wie ein Genie. Wir haben jetzt quasi einen Wissens-Genie. Ich suche einen Händler namens Vic. Wir wissen schon, wo Vic ist. Weißt du vielleicht, wo ich einen Geek finde? Die Geeks gehörten zur Standardausstattung jedes Bunkers. Wenn ich mich richtig erinnere, sollten sie nach Öffnung der Bunker benutzt werden, um eine neue Zivilisation aufzubauen. Ich vermute, du könntest eins in einem ungeöffneten Bunker finden. Viel Glück, Marie. Danke. Darf ich da rein? Das ist mein privates Büro. Ganz entsetzt ist er. Na gut, ich gehe ja schon. Was meine Lieblingsfarbe ist? Keine Ahnung. Ich mag Hot Pink. Ich mag so kräftige Farben, so Neonfarben. Ich mag auch so ein krasses Neongrün, Hot Pink. So Farben mag ich. Die schaue ich gern an. Gold Roger Ritzda ist jetzt ein Bird Rider. Gold Roger Ritzda. Oder so. Dankeschön für deinen Sub. Freut mich sehr. Ian, bist du es? Ich glaube nicht. Hey, Milchgesicht. Du suchst Joy? Hier bin ich. Ich will Informationen. Was willst du? Was ist denn los mit dieser alten Kirche und den Wachen davor? Oh, du meinst Tyler und seine Gang. Die bewachen irgendein Zeugs aus Bunkerstadt. Riesige Kisten. Slenderax, vielen, vielen Dank für die Bits. Hurra! Irgendein Zeug aus Bunkerstadt. Riesige Kisten. Ab und zu werden sie von Karawanen auf dem Weg nach New Reno abgeholt. Kann ich dich noch mehr über sie fragen? Was willst du wissen? Wer ist Tyler? Lara und Tyler haben noch ein Hühnchen zu rüpfen. Irgendwas wegen Tyler und Laras Bruder. Das könnte nützlich sein. Kann ich dich nochmal was fragen? Wo ist New Reno? Ich finde dein Hurra total sympathisch. Wann sage ich denn Hurra? Das weiß ich nicht mal. Sage ich oft Hurra? Aber ja, freut mich auf jeden Fall. New Reno ist weit drunten im Süden und dann ein Stückchen östlich. Da kann man schon ein paar Dingerchen drehen. Ist aber auch saugefährlich. Geh vielleicht irgendwann mal wieder hin. Hier, ich kann dir auf deinem Techno-Spielzeug da zeigen, wo es ist. Dankeschön. Hey, dafür, dass die Begrüßung so unfreundlich war, ist der echt ein netter Kerl, oder? Einfach so... Ich bin so eine wildfremde Person und stelle denen irgendwelche Fragen. Und der ist so, ja, guck hier, bla bla. Informationen, bitteschön.
Was bewachen die? Hab nicht die leiseste Ahnung. Na gut, wollen wir tauschen? Du hast absolut gar nichts. Wahrscheinlich ist er deswegen so nett, weil er nichts hat. Oh, der Stream. Hatten wir einen Stream-Einbruch? Hallo? Seid ihr wieder da? Ja, ich sehe es. Die Zuschauerzahlen sind auch gerade eingebrochen gewesen, ne? Oder immer noch eingebrochen. Black Screen. Wieder da? Okay. Ja, war nur ein kurzer Aussetzer. Auch auf YouTube wieder. Oh, Gold Roger, Dankeschön übrigens fürs Jünger der Tentakel werden. Aha, geht wieder überall. Auf YouTube und auf Twitch. Dann ist gut. Komisch, ich habe überhaupt keine Fehlermeldung. Aber wenn es auf YouTube und auf Twitch war, dann wird es an mir gelegen haben wahrscheinlich. Naja, machen wir mal weiter. Tun wir einfach so, als wäre nichts passiert. Also falls ihr es nicht mitgekriegt habt, wir haben ein paar gute Informationen jetzt bekommen. Was in dieser Kirche los ist, das sollen wir herausfinden. Aber nur so vages. Da werden Kisten abgeholt immer wieder und so, ne? Aber ja, jetzt schauen wir mal. Reden wir mal mit denen. Du musst mit Tyler reden, nicht mit mir, junge Dame. Wer zum Teufel bist du und was willst du? Metzger hat mich geschickt. Ich hätte vorher speichern sollen. Warum zum Teufel? Sein Zeug geht nirgendwo hin. Er wollte, dass ich es für ihn überprüfe. Natürlich. Hab dich hier noch nie gesehen und jetzt hau ab. Okay. Hätte ja sein können, dass das funktioniert, ne? Hätte ja sein können. Ich speichere mal. Meine Lieblingsstadt aus Fallout 2? Oh. Ich glaube, Jacobstown. So spontan. Okay, I'll be back. Na gut, da finden wir jetzt gerade nichts über die Kirche raus, ne? Wenn wir mit denen reden. Der fällt nicht drauf rein, dass wir zu Metzger gehören. Wir haben eine Schaufel, ne? Wir könnten den Friedhof umgraben, aber das wird nicht gern gesehen. Gehen wir mal hier rein. Ist das Mom's Diner, oder? Ja, genau, Mom's Diner. Dann gehen wir mal zu der netten älteren Frau. Ich glaube, die hat uns auch interessante Sachen über Metzger und so weiter zu erzählen. Jacobstown war Fallout New Vegas. Ach so, ja, nee, Broken Hills natürlich. Ja, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Hey Nico, vielen, vielen Dank fürs YouTube-Mitglied werden. Dankeschön, sehr nett von dir. Wann geht's denn mit dem Fallout 4-Run von vor 3 Monaten weiter? Habe ich vor 3 Monaten im Fallout 4-Run gestartet? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Zum Serienstart, oder? Da habe ich nur kurz reingespielt. Der geht nicht weiter. Aber wir spielen Fallout 4 schon auch. Aber erstmal müssen wir jetzt Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout Brotherhood of Steel, Fallout 3 und Fallout New Vegas durchspielen. Dann kommt wieder ein Fallout 4 Run, wenn bis dahin nicht schon Fallout 5 erschienen ist. Aber das bezweifle ich. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, hallo, ich heiße Mom und ich führe diesen Laden. Hier gibt's das beste Essen nördlich von New Reno. Du bist nicht meine Mama. Das weiß ich. Aber so nennen mich alle. Ich gehe mit den Leuten auch so um, als wären wir verwandt. Das heißt, solange sie die Regeln befolgen. Welche Regeln denn? Nicht stehlen, kein Fluchen, keine Schlägereien. Sowas gibt's hier nicht. Sonst fliegen sie raus. Ich will, dass es hier friedlich zugeht. Na gut, darf ich dich was anderes fragen, Mama? Du bist nicht meine Mama, ist eine tolle Antwort hier. Hast du von einem Bunker oder jemanden namens Vic gehört? Mal sehen, im Westen und etwas nördlich von hier liegt die sogenannte Bunkerstadt.
Walled City ist schon auch ziemlich cool. Bunkerstadt mag ich auch gerne eigentlich. Und Wick? Lass mich nachdenken. Ich hoffe, du weißt, wo Wick ist. Er ist ein Händler. Händler, Wick? Das kommt mir schon bekannt vor. Ich glaube, er wird aus irgendeinem Grund von Metzger festgehalten. Wer ist Metzger und wo finde ich ihn? Metzger ist der Anführer der hiesigen Sklavenhändlergilde. Er hat alle möglichen Leute bei sich eingesperrt. Er ist hier die Straße lang, genau nördlich von hier. Danke für die Information. Ich will dich aber noch was fragen. Was kann man denn hier in der Stadt so machen, wenn man nicht gerade irgendwie Händler aus den Händen von Sklaventreibern rettet? Was macht man dann so in der Stadt? Ha, ich brauche jemanden, der ein Essen zu Smithy bringt. Er ist ein Stück westlich auf dem Schrottplatz. Kannst du das für mich machen? Dann bekommst du kostenloses Essen. Klar. Gerne. Oh, vielen Dank. Ich würde es selber tun, aber ich kann nicht weg, weil jemand auf den Laden aufpassen muss. Hier ist das Essen für Smithy. Wenn ich nicht dafür sorgen würde, dass er was isst, würde er wahrscheinlich vergessen. Ich bringe es ihm rüber. Im Westen auf dem Schrottplatz. Im Westen auf dem Schrottplatz. Schauen wir mal. Genau nach Erscheinungsdatum spielen wir. Da sehe ich eines meiner Lieblingsautos in der gesamten Popkultur. Das ist ja so das Ghostbuster-Auto, das Zurück-in-die-Zukunfts-Auto und der Highwayman. Ich glaube, das ist so meine... Und dann kommt erst Kit. Dann kommt erst Kit. Das ist so meine Hierarchie. Guten Tag, mein Fräulein. Was kann der alte Smithy für dich tun? Ich habe dir Essen von Mom mitgebracht. Oh, das ist aber nett von dir. Vielen Dank, Kollege. Hier ist eine Kleinigkeit für den Aufwand. Da kannst du in dieser Gegend sicher gut gebrauchen. Er gibt dir ein Stimpack. Danke, das ist wirklich nett von dir. Lass uns mal nochmal kurz reden. Das Essen von Mom war echt klasse. Wie schnell hast du das gegessen? Wer weiß, vielleicht war es nur ein Keks oder so. Was kann ich für dich tun? Was machst du denn hier eigentlich? Oh, die meiste Zeit bewache ich diesen alten Schrott hier. Hab nur dieses eine Teil, das was wert ist. Was für ein eines Teil. Naja... Das ist dein? Was? Dein? Wirklich? Ich meine, ja, aber woher weißt du das? Das ist dein Chrysalis Motors Highwayman. Früher hat man gesagt, nichts kann einen Highwayman aufhalten. Sie sind aber auch echt robust gebaut. Und läuft er? Glaubst du, ich wäre immer noch in diesem Loch, wenn er liefe? Ja. Da hast du wahrscheinlich recht. Ich habe mich hier irgendwie eingelebt. Verstehe. Ich würde das Auto schon verkaufen, wenn mir jemand die Batterie gibt. Oder nein, ich brauche einen Treibstoffzellencontainer. Wenn ich einen hätte, würde ich das Auto für $2000 verkaufen. Ich könnte den Controller sogar einbauen, damit es richtig läuft. Ha, das hört sich wirklich interessant an. Ich komme auf dich zurück, wenn ich einen Treibstoffzellencontainer finde. Jetzt möchte ich dich aber jetzt nochmal was anderes fragen, bitte, Smithy. Verflixt! Was kann ich denn für dich tun? Nix. Tschüss. Der Highwayman. Ja, der Bus vom A-Team ist auch sehr cool, aber der kommt sogar nach Kit noch, glaube ich. Ich bin sauer, wenn es in Fallout 5 keine Autos gibt. Aber wirklich, ich finde auch, Fahrzeuge wären auch so eine logische Weiterentwicklung, finde ich, oder? So, wenn man auf Fallout 4 aufbauen will, so mit Basenbau, Siedlungsbau, bla bla bla, wäre es doch voll sinnvoll, wenn man ähnlich wie Starfield ja auch schon jetzt angedeutet hat, dann so sein eigenes, weißt du, vielleicht ein Vertibird mit irgendwie einem Fahrzeug hinten in der Ladefläche und dann einer wirklich großen Map. Und dann kann man an seinem Vertibird, an seinem Auto rumschrauben, rumbasteln. Sowas wäre schon cool. Na, gehen wir mal zu Mom und holen uns unser kostenloses Essen ab. Ich habe ein Lego-Modell des DeLorean und des Ecto One. Cool. Das ist schon cool.
Das war gute Arbeit. Du hast jetzt bestimmt großen Appetit. Als Belohnung habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Einen gemischten Teller mit dem besten Essen, das ich habe. Nur für dich. Das hört sich klasse an. Immer her damit. Du hast ja ziemlich Appetit. Ich sehe gern gesunde Esser. Ist es genug? Ja, ja, ist genug. Lass mich noch mal was fragen, Mom. Nee. Lass uns handeln mal kurz. Mad Max Auto. Auch cool. Auch cool. Ich weiß immer noch nicht, was das keine ist. Aber die $100 nehme ich gern mal mit. Haben wir immerhin schon wieder über $500. Warum nicht? Was ist dein Lieblings-Mad Max? Ich bin zwischen Teil 2 und Fury Road. Also der neue Mad Max Fury Road, der ist schon sehr gut. Aber der zweite, Road Warrior, ist schon auch sehr gut. Also ja. Mir geht's anscheinend genauso wie dir, wenn ich so drüber nachdenke. Der erste ist mega weird, oder? Ich habe den ersten erst Jahre nach dem zweiten gesehen und war irgendwie verwirrt. Weil der ist so ganz anders. Da ist die Gesellschaft gerade erst so vor dem Zusammenbrechen oder während des Zusammenbrechens, ne? Der ist noch nicht so post-postapokalyptisch, sondern eher apokalyptisch oder so. Ich weiß nicht genau, aber ja. Ah, Frischfleisch. Willkommen in der Sklavenhändler-Gilde. Ich bin Aiden. Bist du geschäftlich hier? Besser wär's. Was genau macht diese Gilde so? Soll das ein Witz sein? Wir fangen und verkaufen Sklaven. Wenn du nicht deswegen hier bist, was willst du dann hier? Ich suche einen Mann namens Vic. Kennt ihr den? Ja, Vic, der Händler. Der das alte Bunkerzeug verkauft, der sitzt in der Tinte. Metzger hat ihn auf dem Kika. Ist ja zu verkaufen? Eher unwahrscheinlich. Metzger hat sich über ihn wegen einem Radio oder sowas aufgeregt. Glaub kaum, dass er ihn verkaufen würde. Du musst selber mit ihm reden. Und wo ist Metzger? Er ist im Hinterzimmer, gleich hinter der Tür da. Okay. Und da ist Wick. Ich komme, Wick. Lass dich nicht unterkriegen. Ich rette dich, aber erst muss ich speichern. Okay. Was hast du vor, du Schlampe? Das hier ist die Sklavenhändler-Gilde und kein verdammtes Eros-Center. Wegen Wick. Er hat sich auf Bunkertechnik spezialisiert, sagt er zumindest. Er ist jetzt mein Eigentum. Ich lasse ihn nicht weg. Und warum behältst du ihn hier? Dieser kleine Mistkäfer hat mir ein Radio verkauft, mit dem man angeblich spezielle Übertragungen empfangen kann. War aber nicht so. Ich habe ihn erwischt, als er versucht hatte, sich aus der Stadt zu schleichen, bevor ich es gemerkt hatte. Sein Fehler. Ich lasse mich nicht veräppeln. Er kann von Glück sagen, dass er noch lebt. Kann ich ihn sehen? Wozu? Ach Mist, ist mir eigentlich scheißegal. Lass ihn einfach in Ruhe das verdammte Radio reparieren. Ich habe die Schnauze voll davon, diesen Idioten durchzufüttern. Und warum behältst du ihn dann hier? Wie gesagt, er muss zuerst noch was reparieren. Danach sehen wir weiter. Welche Art von Übertragung wolltest du denn abhören? Die Enklave, nein, New... Hey, was zum Teufel? Geht dich gar nichts an. Das ist ein Geschäft. Ventrulsen just resubbt vor 9 Monats. Hey Leute, was geht? Vielen Dank. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank für deinen Resub im 9. Monat. Oh Gott, dankeschön. Es ist ein Geschäft. Ich muss sicher sein, dass mich keiner bescheißen will. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Okay. Aber dann darf ich jetzt zu Vic, ne? Das habe ich richtig verstanden. Hey, Metzger, du hast gesagt, ich darf zu Vic. Jetzt die Tür verschlossen oder was? Ich komme leider nicht rein, die Tür ist zu. Ich brauche einen Schlüssel. Über Vic? Warum hältst du ihn hier? Welche Art Übertragung? Okay. Hä? Warte mal.
ich möchte was verkaufen. Ich möchte Sulik verkaufen. Nein, machen wir natürlich nicht. Aber wir könnten mal tauschen vielleicht. Nee, hat nichts Wertvolles für mich. Okay. Der mit der Donnerkuppel ist der dritte Teil, genau. Der mit Tina Turner. Ich wollte gerade Nina Hagen sagen. Was? Naja. Zulik. Danke. The New Commander. Dankeschön. The New Commander just resubbed for 2 months. Mac. Jetzt greifen die mich an, weil ich so oft an die Tür gegangen bin. Slenderex Vaktos has gifted 5 subs to viewers. Oh, Slenderex haut wieder rein. Dankeschön für deine 5 verschenkten Subgifts. Super nett von dir. Crazy. Danke. So, jetzt habe ich nochmal schnell neu geladen. Ich muss nochmal mit ihm reden. Ich weiß nicht, warum der mich nicht zu Vic lässt. Sollte ich nicht zu Vic können? Über Vic kann ich ihn sehen. Wozu? Ach Mist, ist egal. Lass ihn einfach in Ruhe, das verdammte Danke. Hey, Hände weg. Muss ich mit dem reden? Über Vic? Die Tür ist abgeschlossen. Kannst du sie bitte öffnen? Natürlich. Ah, okay. Ich muss mit dem reden. Der Franklin 21 just resubbed vor 2 Monaten. Yay! Dankeschön, der Franklin. Vielen, vielen Dank. Morgen machen wir einen Bonus-Stream. Ja, ich habe ja gesagt, eigentlich gibt es nur Bonus-Streams, wenn wir auf 100 Subs sind. Aber da jetzt so lange Pause war, sind die Subs halt sehr stark gesunken. Deswegen machen wir jetzt morgen einfach, drücken wir. Ich meine, nachdem jetzt Slenderex so viele Subgifts verschenkt hat heute und auch so viele andere wieder gesubbt haben, machen wir morgen definitiv einen Bonus-Stream, auch wenn wir jetzt nicht auf 100 kommen. Auf jeden Fall. Ah, übrigens, genau, weil auch, das ist noch wichtig für euch zu wissen, nächste Woche bin ich auf der Gamescom, da gibt es keine Streams. Also, ja, genau, die ganze Woche nicht. Aber übernächste Woche geht es dann hoffentlich, glaube ich, normal wieder weiter. Hallo, DJ Nachgeburt, was geht? Ein Charakter mit 3 Intelligenz, maximal Glück und Charisma. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Das wäre eigentlich ein ganz guter Charakter sogar. Kann halt keine ganzen Sätze sprechen, aber maximal Glück und Charisma ist cool. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man seinen Charisma-Wert in Gesprächen so gut nutzen kann, wenn man so wenig Intelligenz hat. Aber für maximale Begleiter gleichzeitig ist das definitiv sinnvoll. Ja. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall musste ich einfach nur mit dem Kerl reden, der hat für uns aufgeschlossen. Da bin ich ehrlich gesagt noch am Überlegen, Vello. Ich bin mir selber noch nicht sicher. Silent Hill 4, weißt du, das ist so eine Hassliebe. Ich mag irgendwie den Stil, die Stimmung, die Story gefällt mir gut. Aber ich hasse das Spiel so sehr. Also vom Gameplay her. So sehr. Oh, und da überlege ich schon, ob wir vielleicht was Neues anfangen. Ich bin mir noch nicht sicher. Das werde ich morgen wahrscheinlich spontan vor dem Stream entscheiden. Vor dem Stream merke ich, ob ich Bock habe, das Silent Hill 4-Icon anzuklicken oder nicht. Ich habe schon andere Sachen installiert, auf jeden Fall. Okay. Also. Natürlich, ich wusste nicht, dass du jetzt sofort mit ihm reden wolltest. Entschuldige. Ich dachte nur, du wärst neugierig oder so. Danke. Hier bitte. Okay, Vic. Huh. Kannst du ihm sagen, ich kann nicht... warte mal, wer bist du denn? Du bist kein Sklavenhändler. Was machst du hier? Mein Name ist Mario Gordon. Ich bin hier, um dich zu retten. Bist du nicht ein bisschen klein für einen Sklaventreiber? Wow, das würdest du für mich tun? Ich tue alles, wenn du mich hier rausholst. Das Problem ist, dass Metzger mich hier eingesperrt hat, bis ich das Radio repariert habe. Ich habe aber nicht die nötigen Ersatzteile. Kannst du mir sagen, wo Bunker 13 ist? Mhm, ich kann dir wahrscheinlich helfen, aber du musst mich erst hier rausholen. Okay, wie machen wir das? Ich muss dieses Radio hier wieder hinkriegen. Hilf mir!
wenn du kannst, vielleicht lässt er sich dann mit sich reden oder so. Ich bekomme die Teile. Ich weiß, dass ich es kann. Ich brauche nur die Ersatzteile. In meiner Hütte drüben in Klamath gibt es ein altes Radio mit allem, was ich brauche. Warst du schon mal bei den Duntons? Meine Hütte ist, war direkt östlich von ihnen. Ich werd's holen. Danke. Tschüss. Aber ich brauche vielleicht den Schlüssel für die Hintertür, bitte. Hey, du. Wo bekomme ich die Teile? Ich war in Blablabla, ist der gleiche Text nochmal. Okay, warte mal. Ich gehe nochmal in den Dialog. Vielleicht kann ich ja reparieren. Ich weiß, dass ich es kann. Nee, okay, bla 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 bla. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal schnell zurück. Und holen die Ersatzteile. Hoffe ich. Und alle anderen müssen wir dann leider später retten. Oh, wow, meine Güte. Hey, also, mein Streaming-Programm spinnt heute wieder komplett. Komplett. Das war jetzt gerade super bescheuert. Die ganze Zeit über hat nämlich schon die YouTube-Nachrichten nicht angezeigt, sondern nur die Twitch-Nachrichten in meinem Multistream-Chat, ne? Wie es öfter ist. Und jetzt habe ich halt die ganze Zeit hier rüber geguckt, da sehe ich dann alles, das passt schon, ist schon in Ordnung. Und jetzt gerade hat es auf einmal so BÄM gemacht, Wall of Text, und alle YouTube-Nachrichten sind auf einen Schlag in den Multi-Chat. Jetzt funktioniert es anscheinend. Und das war wirklich so, ich habe gerade noch was gelesen und dann so buah, und ich im ersten Moment so, what the fuck, ist jetzt irgendein Chatbot hier reingeplatzt und spammt jetzt alles zu oder was ist passiert? Schade, dass Alexa nicht... Oh, ah, Horrigan! Guckt euch an, wie fucking riesig der einfach ist. Schon allein, wenn man sich die Modelle hier so anguckt, ne? Lass uns in Ruhe, ich werde niemals deinen Anführer anschließen. Ich werde jetzt noch einmal fragen, komm mit oder wir werden ein Exempel statuieren. Nein, ich nehme ein bisschen mit ins Grab, so sei es denn, tötet sie alle. Das geht dich nichts an. Hey, shit, Leute, habt ihr gerade die Todesanimation gesehen? Kann das sein, dass wir noch irgendeinen Uncut-Patch brauchen? Weil die sind gerade irgendwie nicht sehr schön gestorben. Vielleicht muss ich noch mal gucken, dass wir irgendeinen Blood-Patch noch brauchen. Weil das war gerade kein Bloody-Mess-Tod, definitiv. Könnte jetzt an der Cutscene liegen, aber ich glaube, die sollten eigentlich schöner sterben. Naja, das war unser erstes Treffen mit Frank Horrigan. Hätte er uns doch einfach jetzt und hier umgebracht. Wir hätten keine Chance gehabt. Und die Enklave würde gewinnen. Aber die Chance hat er jetzt vertan. Ja. Stau im Chat. Nee, Schleichen war wirklich einfach verschenkt, leider. Naja. Nee, Fallout London habe ich immer noch nicht zum Laufen gekriegt. Aber das würde ich mir schon gerne mal anschauen. Normalerweise explodieren die, ne? Ja, eben. Da muss ich echt nochmal gucken. Das wäre gut. Das wäre gut, wenn versehentlich so beim Gehen einer seine Waffe hätte fallen lassen, ne? Das wäre gut gewesen. Die Tür ist halt immer noch verschlossen, Wick. Und du hast mir keinen Schlüssel gegeben oder sowas, ne? Ich kann das Schloss nicht öffnen. Wie soll ich deine blöden Radioteile finden? Halt blöd. Boah, ich weiß wirklich nicht mehr, wie man da hinkommt. Alexa, wie bekommt man in Fallout 2 die Radioteile von Vic? Übersetzt von peacewiki.net. Funkempfänger kommen nicht von Natur aus auf der Welt vor und können nur durch Demontage der Elektronik erhalten werden. Cool, danke. Also, Demontage der Teile, weil die nicht natürlich in der Welt vorkommen. Let's go.
Vielleicht. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was wir hier machen. Mensch, wir müssen, glaube ich, ziemlich sicher da rein, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir können nicht öffnen. Wir haben keinen Schlüssel. Ich finde deine Vorlaut-Videos auf YouTube genial. Dankeschön, das freut mich. Sulik, hast du eine Idee? Vor der Tür speichern und mehrmals versuchen. Müssen wir da überhaupt speichern? Reicht's nicht, wenn wir es einfach so mehrmals versuchen? Oder kann irgendwann das Schloss kaputt gehen? Da stand gerade Error. Ach, weil ich wieder auf dieses rote Buch gegangen bin, wahrscheinlich deswegen. Ah, tatsächlich. Du bist nicht besonders geschickt, deswegen verklemmt sich das Schloss. Ah ja, genau. Guter Tipp. Genau, kann kaputt gehen, tatsächlich. Wir können es ja mal versuchen, aber es kann halt auch sein, dass es einfach unmöglich ist, ne? Und jetzt wäre ich froh, wenn ich nicht unsere ganzen Aktionspunkte schon für andere Sachen ausgegeben hätte. Ah, ich hätte so gern öffnen genommen, ohne Scheiß. Ich hätte einfach so gern öffnen genommen, statt schleichen. Ist das wie in Skyrim? Dass wenn ich schleiche, dass ich dann öffnen Bonus bekomme? Ich glaube nicht. Ja, Mist. Wo sind denn die Shortcuts für die Skills, ey? Das wäre mal gut, wenn ich da mal gucken würde. Ich glaube schon langsam, wir schaffen es nicht, die Tür zu öffnen. Und jetzt verklemmt sie wieder. Wir haben auch keinen Sprengstoff, ne? Ha, schade. Es geht, aber dauert halt. Wirklich geht's hundertprozentig. Ich glaube, ich war nie in dieser Situation. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Du musst Alexa vertrauen. Sie wird wissen, warum du schleichen brauchst. Ja, okay, schauen wir mal. Vielleicht können wir uns am Schluss dann aus dem Bosskampf rausschleichen oder sowas. Aha. Ich habe zumindest den Shortcut gefunden. Das würde schon mal alles sehr stark beschleunigen. Das ist gut. Dann versuchen wir es jetzt einfach noch ein bisschen. Ich habe ein ganz nettes Spiel jetzt im Game Pass gespielt. Creatures of Ava, glaube ich, heißt das oder sowas. No, God, please, no. Doch, no. Wirklich? No. So schlimm ist es gar nicht. No. Dankeschön, Slenderax, für die Bits. Das ist so ein Action-Adventure, wo es darum geht, dass man von einem sterbenden Planeten, der irgendwie befallen ist mit irgendeinem so Alien-Goo, das Ökosystem mehr oder weniger in seine Arche rettet. Und muss dann irgendwie sich so über Flöten spielen, mit Tiere anfreunden. Und dann kann man die auch übernehmen und deren Fähigkeiten nutzen, so ein bisschen wie in, als es verklemmt. So ein bisschen wie in, wie hieß das Spiel von Rare, das noch für den GameCube entwickelt wurde? Ich glaube sogar schon für den N64, aber dann für die Xbox kam jetzt, Cameo, Elements of Power, genau das war's. So ein bisschen wie das. Ist ein ganz nettes Adventure, also ich finde es jetzt nicht überragend gut, aber ich finde es echt cool. Irgendwo ein Dietrich, oh ja, warte mal, aber das ist tatsächlich eine gute Idee, LeChuck. Ich weiß nicht, ob wir... Könnte ich mich daran erinnern, wenn wir irgendwo einen Dietrich in einem Händlerinventar gesehen hätten? Keine Ahnung. Ich versuche es jetzt nochmal schnell, bis hier der... bis hier das Schloss nochmal verklemmt. Und dann schaue ich wirklich mal kurz zu den Händlern in der Nähe, ob wir vielleicht einen Dietrich finden. Na komm.
Eine totale Chance von null gibt es nicht, schreibt Primarch. Okay, gut. Ich verlasse mich drauf. Aber es kann halt sein, dass wir irgendwie 0,00001% haben oder sowas. Das heißt, wir müssen es nur ungefähr 1 Million Mal versuchen, dann wird es klappen. So schlimm wird es nicht sein, aber ja. Ich mach's aber schon richtig, ne, weil sich die Meldung nicht mehr verändert. Das irritiert mich. Okay, weiter geht's. Komm schon, wir schaffen's. Komm schon! Ah, das Schloss klemmt. Okay, dann laden wir nochmal neu und ich schau mal wirklich, ob wir irgendwo einen Dietricher kriegen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich könnte mich, glaube ich, daran erinnern, wenn wir irgendwo schon einen Dietrich mal... Ich glaube, den hätte ich nämlich wahrscheinlich gekauft, weil ich mir gedacht hätte, den kann man immer brauchen. Vor allem, wenn wir so schlecht sind. Nee, die hat zwar sehr viele Sachen, die ich wirklich gerne hätte, aber leider. Leider kein Lockpick. Ich glaube, sonst macht es auch nirgends Sinn, ne? Vorspulen können wir leider auch nicht, ne? Oh, voll nervig. Voll nervig. Naja, ach, mit einem Angriff aufbrechen. Ich glaube, ich könnte eventuell mit Sprengstoff versuchen. Hey, aber ohne Scheiß, ich bringe da so viele klassische RPGs immer durcheinander. Nicht nur die Fallout-Spiele, auch eben, ja, wie du schreibst, Baldur's Gate oder sowas. Da bringe ich es in den Details immer so viel durcheinander, dass ich wirklich nicht weiß, was jetzt gleich nochmal in welchem Spiel geht und was nicht. Gib mir all dein Geld. Dann passt das schon. Oh ja, in Checked Alliance würde ich jetzt einfach eine ganze Wand raussprengen. Checked Alliance war schon... Also Checked Alliance 2, ne, vor allem. Das war schon wirklich großartig. Da habe ich auch das Neue gespielt, das vor kurzem rausgekommen ist. Und das war schon auch gut, ne? Aber das hat nicht mehr so den gleichen Charme wie früher. Aber das Neue fand ich schon auch gut. Das Back in Action, glaube ich, heißt es, ne? Aber der zweite wird immer... Vor allem halt, ne, der zweite... Ich habe den halt auch meistens schwer gemoddet gespielt, natürlich, muss man auch sagen. Haben wir auch keine Drogen, die uns irgendwie helfen, wahrscheinlich, ne? Befürchte ich. Wahrnehmung und Beweglichkeit. Wir haben überhaupt keine Drogen. Ich versuch's einfach noch mal eine Runde. So. Drogen sind keine Lösung. Ach, klemmt schon. Oh Gott, das ging ja schnell. Alexa, wie bekomme ich die Tür bei Vic auf? Hier ist eine Antwort von einem Alexa Answers Nutzer, die ich übersetzt habe. Greifen Sie mit Ihrer bevorzugten Hand aus, fassen Sie den Knopf, halten Sie ihn fest, drehe es in die Richtung, in die es sich anfühlt, als würde es sich bewegen. Drücken Sie vorsichtig, gerade genug, um die Tür zu öffnen. Nachdem die Tür geöffnet ist, gehen Sie ins Licht. Gehen Sie ins Licht? Ich dachte erst, das war ein Tutorial, wie man einfach eine Türklinke drückt, was schon ziemlich lustig ist. Aber jetzt denke ich, dass es eine Anleitung zum Sterben war. What the fuck? Okay, Trapper statt Sprengstoff, gucken wir mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alexa ist nutzlos, aber lustig. Ich bin mir leider nicht sicher.
Ganz genau. Und dann gehen sie ins Licht. Oh Gott. Das ist wirklich super. Okay. Ein Bürger von Klamath. Ist das was? Müll. Okay. Das ist nicht wirklich was. Mit dem kann ich leider nicht mehr reden. Schade, ich hätte gern mit dem gehandelt vielleicht. Oh, es ist lame. Moment mal, waren wir schon mal da oben drin eigentlich? Moment mal, wie kommt man? Kommt man da hin irgendwie? Da kannst du nicht hin, sagt er. Und ich frage mich, ob er recht hat. Waren wir hier? Haben wir hier uns umgesehen? Ja, hier sind die Spinte offen. Das haben wir geplündert. Nee, die Kirche stürmen wäre eine sehr doofe Idee. Das würden wir leider nicht lange überleben. Da wären wir in 0,nix tot. Ihr dürft nicht vergessen, dass unser Charakter absolut nutzlos ist. In jeder erdenklichen Hinsicht. Sowohl im Kampf, als auch im Schlösserknacken, als auch sonst irgendwas. Und sind so ein bisschen die Hände gebunden, ehrlich gesagt. So, wenn es um Möglichkeiten geht, die wir haben. Hier habe ich auch so ziemlich alles geplündert, was zu plündern war. Hier liegen noch ein paar Steine rum, aber sonst nichts. Wir haben kein Dietrich-Set. Was in der Höhle soll es noch Sprengstoff geben? Prime? Aber wenn, dann wüsste ich nicht wo. Kann auch sein, dass ich das schon hatte und verkauft habe, ganz ehrlich. Das weiß ich nicht mehr. Ach, warte mal, oder ich hab... Das wäre so lustig, wenn ich Sulik das gegeben hätte. Was du wollen. Damit es er tragen kann. Nee. Aber Sulik hat wirklich viele Nahkampfwaffen, die könnten wir mal verscherbeln. Weil dann könnten wir uns vielleicht mal eine bessere Rüstung kaufen. Weil er will anscheinend eh vor allem ein Messer... Oh, das Messer. Oh, das Messer liegt noch in der Gifthöhle. Warte mal, das ist der geschärfte Speer, ne? Dann behalt dir den geschärften Speer, aber den Rest nehme ich dir mal weg. Das ist der normale Speer. Pistole, Hammer, geschärfter Speer, das reicht. Können wir ein bisschen was verkaufen. Das stimmt, die ist leicht überdurchschnittlich. Ja, leicht überdurchschnittlich ist halt für die Hauptfigur in einem Videospiel immer noch ziemlich nutzlos. Die Autoteile haben wir auch nicht. Wir haben gar nichts. Wir haben gar nichts. Aber wir kriegen noch alles hin. Okay, ich versuche jetzt einfach die blöde Tür zu knacken. Alexa, wie wird in Fallout 2 die Wahrscheinlichkeit zum Türöffnen berechnet? Übersetzt von Sophia.org. Sie wird berechnet, indem die gemeinsame Wahrscheinlichkeit der beiden Ereignisse durch die Wahrscheinlichkeit des bestehenden Ereignisses, das bereits eingetreten ist, dividiert wird. Alles klar. Alexa, du bist turbo-nutzlos. Ich möchte gerne wissen, wie ich mich verbessern kann. Du kannst jederzeit sagen, ich habe etwas Feedback. Hilfe. Warum besitze ich sowas? Ich weiß es wirklich nicht. Geh in die Kirche und lass während der Predigten einen lauten fahren. Okay. Ich glaube, in der Kirche wird nicht gepredigt. Wir reden von der geheimen Drogenschmuggelkirche.
Ich hätte Angst, dass da alles explodiert, wenn ich da einfach reinfahren lasse. Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt auch meine Strategie, dass wir es jetzt einfach hier so lange versuchen, bis es klappt, auch wenn es ein bisschen lame ist. Aber gut. Aber gut. Ich wollte heute auf jeden Fall noch Resident Evil Zero spielen. Aber es ist schon wieder nach 8. Und ich will eigentlich noch Fallout 2 weiterspielen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ungefähr eine Stunde Fallout 2 weiter, aber dann spielen wir wirklich noch ein bisschen Resident Evil Zero. Sonst werden wir mit Resident Evil Zero nie fertig. Wenn du dich über Lexa aufregst, ist das Cybermobbing. Ich weiß es nicht, aber ich befürchte, wenn die große KI-Revolution kommt, dann werden meine Alexa-Dialoge ausgewertet und ich komme auf die Todesliste. Befürchte ich. Aber Alexa ist nicht mal eine KI. Alexa ist nur ein schlechtes Programm. Wenn du mir mitteilen möchtest, wie ich mich verbessern kann, sag beispielsweise, ich möchte Feedback geben. Beispielsweise, ich möchte Feedback geben. Ach, das Schloss klemmt schon wieder. Also im Schloss verklemmen lassen sind wir sehr gut. Das muss man schon sagen. Ich habe einen Vorschlag. Scheiß auf Vic und das Dorf und fand mich zulig ein neues Leben an. Das wäre eine gute Idee. Das Schloss klemmt schon wieder. Ich glaube, wir machen jetzt gleich was anderes. Ich glaube wirklich, also wenn das jetzt nicht bald klappt, ich versuche es jetzt noch ein bisschen. Und wenn das nicht bald klappt, dann machen wir jetzt einfach ganz was anderes. Dann gehe ich vielleicht nochmal in die Gifthöhle oder... Aber in der Gifthöhle kommen wir auch nicht weiter. Es ist wirklich... Aber wenn ich schon hier bin, könnte ich in die Gifthöhle. Komm, gehen wir in die Gifthöhle. Gehen wir in die Gifthöhle, kämpfen gegen ein paar Salamander, holen uns ein Level ab und bringen den verwundeten Trapper nach Hause. Und können dann die Erfahrungspunkte in Schlösserknacken stecken, auch wenn wir leider nicht darauf spezialisiert sind. Ich stecke immer sehr ungern Erfahrungspunkte in Fähigkeiten, die ich nicht spezialisiert habe, aber es hilft ja nichts. Okay, das Schloss klemmt. Dann lade ich jetzt nochmal und wir gehen in die Gifthöhle. Auf in die Gifthöhle! Ah, okay, danke. Das habe ich gesucht. Jetzt passt auf. Die Fähigkeit muss mindestens gleich der Schwierigkeit des Schlosses sein, um es zu knacken. Schlösser werden in 25% Stufen. Aha, guck. Sehr leicht 0%, leicht 25%, Durchschnitt 50 schwer, bla bla bla, laut Wiki. Wenn das so stimmt und ich das richtig verstehe, bräuchten wir... Also, ich sag mal, das Schloss ist wahrscheinlich nicht sehr leicht, sondern leicht, hoffe ich mal, oder? Und wenn das ein leichtes Schloss ist, dann bräuchten wir mindestens ein Skill von 25, damit wir das öffnen können. Das heißt, wir bräuchten 4 Punkte mehr. Also ab in die Gifthöhle, Geckos jagen, Erfahrungspunkte holen. Wie viel brauchen wir bis zum nächsten Level? Ach, 4000. Easy. Das sind gerade mal irgendwie 40 Geckos oder so. Let's go. Zweite Ebene, Trapperstab, Riesenratte töten, Dynamit holen. Ja, dann habe ich das Safe irgendwie schon irgendwo anders verbraucht oder verkauft oder so. Das hätte ich, glaube ich, nicht liegen lassen. Okay, let's go. Da haben wir unsere beiden Gecko-Freunde. Sulik, da liegt dein Messer noch am Boden. Wenn du das noch willst, ne? Nimm's dir mit. Jetzt oder nie. Ja, immerhin. Immerhin einmal getroffen. Sulik hat jetzt auch seinen Hammer. Der Hammer ist so viel besser. Ich verstehe schon, der kann nicht so oft zuhauen mit dem Hammer und so. Alles klar. Aber der Hammer ist einfach so viel effektiver. Bin froh eigentlich, dass er sein Messer nicht mehr benutzt. Und Sulik hat die Agro. It's Hammer Time und er hat die Agro. Und der andere Gecko hat noch keine Agro anscheinend, was ziemlich cool ist.
Okay, das sieht gut aus jetzt. Ich glaube, das kriegen wir hin. Für 3 Schadenspunkte gepiekst, wollte ich sagen. Zulik haben starke Magie. Ja, dann mach mal. Beschwör mal einen Feuerball oder sowas, bitte. Das wäre ganz cool. Yes! Erster goldener Gecko besiegt. Wie viel bringen die 135 Erfahrungspunkte? Eieieiei. Da brauchen wir wirklich ein paar davon. Shit. Alexa? Alexa? 4000 geteilt durch 135. 4000 geteilt durch 135 ist ungefähr 29,6296. Oh, wirklich 30 Geckos killen. Oh, shit. Naja, schauen wir mal, ob wir hier ein Level abkriegen. Vielleicht ist irgendwo ein Obergecko, der uns ein bisschen mehr bringt. Ich muss mal schnell gucken, wie Sulik geht, aber ich denke noch sehr gut, ja. Müssen wir uns noch keine Sorgen machen um den. Der tankt. Ich habe das auch tatsächlich so in Erinnerung, Velo, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß das wirklich nicht mehr im Detail. Wir haben ihn für 1 Schadenspunkt gepiekst, ein bisschen, immerhin. Zulik, jetzt komm. Wir werden doch jetzt wohl den Gecko hier noch fertig machen, oder? Bevor der uns fertig macht. Großvaterknochen sagen so innerein aussehen. Okay, alles klar. Zulik, wie geht's dir? Was du wollen? Ich wollte nicht mit dir reden. Ich habe mich nur verklickt. Ich wollte gucken, wie es HP-technisch aussieht. Ist noch halb fit. Dann speichere ich mal nochmal hier. Okay. Hallo, So, jetzt passt auf. Wir können entweder oben entlang gehen. Eine Giftpfütze, 2 Giftpfützen. Oder unten, wo zwar nur eine Giftpfütze ist, aber dafür 1 Milliarde Geckos. Ohne Scheiß. Ich will ja eigentlich Geckos töten, ne? Aber ich gehe mal oben entlang. Schon alleine, weil wir ja auch fürs Abliefern der Mission eventuell gute Erfahrungspunkte kriegen. Und ich glaube ehrlich gesagt mehr als Geckos. Ich hätte echt gedacht, dass goldene Geckos ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bringt, zumindest. Oh, ich hätte Zulik sagen sollen, dass er stehen bleiben soll, ne? Der stirbt jetzt wieder. Okay, stopp. Ich lade nochmal schnell. Zulik? Lass du wollen. Warte hier, bis ich zurück bin. Wir seien hier. Gut, danke. Puh. Jo, danke schön. Das freut mich. Das ist nett von dir. Okay, Zulik bleibt stehen. Wir haben Gummistiefel. Wir haben sogar noch 2 Paar, ne? Ich glaube, wenn ein Paar darf sich... Das erste Paar, das wir hatten, hat sich wirklich beim ersten Schritt in die Säure aufgelöst. Das war wirklich blöd. Das war wirklich gemein, auch vom Spiel. Aber zum Glück hatten wir noch ein anderes Paar und haben wir hier sogar noch eins gefunden. Und jetzt lass mich raten, wir müssen die Tür aufsperren. Nee, okay. Hallo, Fremder! Die Leute nennen mich Smiley. Ich bin wirklich froh, dich zu sehen. Ich war mir sicher, dass ich hier sterben würde. Ich bin zu schwer verletzt, um allein mit diesen verdammten Echsen fertig zu werden. Schön, dich kennenzulernen, Smiley. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Was machst du hier? Ich habe immer im Norden und im Westen von Klamath mehr goldene Geckos gefangen als sonst wo. Also habe ich mir gedacht, dass wohl alle goldenen Geckos irgendwo hier oben leben. Sieht so aus, als ob du recht hattest. Sieht so aus, als ob ich nur zu recht gehabt hätte. Reinkommen war kein Problem, aber dann hat mich so ein verdammter Gecko erwischt und mir fast das Bein abgebissen. Ich hätte kaum bis hierher geschafft. Ich frage mich, warum sie dich nicht fertig gemacht haben.
Naja, ich schätze mal, sie mögen es nicht besonders durch den Schleim zu kriechen. Ich kann sie ihnen auch nicht verübeln. Brennt ganz schön, wenn es an die Haut kommt. Aber das hält sie nicht davon ab, das Zeug aufzulecken. Als wär's Buckners Bestes. Interessant. Genug geschwafelt. Lass mich jetzt von hier verschwinden. Uns, genau. Ich denke mal, gemeinsam werden wir beide schon heil hier rauskommen. Deine Hilfe kommt mir ganz recht. Okay, du kannst mit mir kommen. Ich werde dafür sorgen, dass du hier raus und wieder zurück nach Klamath kommst. Adrian wird froh sein, dich wiederzusehen. Let's go. Und jetzt benutze ich die Wissenschaftsfähigkeit an dem Terminal. Du lernst nichts. Danke für nix, Computer. Danke für gar nichts. Dabei haben wir schon so einen hohen Wissenschaftsskill. Trotzdem lernen wir nichts. So, gibt's hier sonst was zu tun? Ist das da was? Das ist ein Kontrollfeld oder so? Ah, da ist was. Das hätte ich beinahe übersehen. Ja! Das ist der Redaway-Song gewesen. Okay, wir haben immerhin jetzt auch ein bisschen Redaway. Wir sind auch leicht verstrahlt. Deswegen würde ich mir mal ein Redaway reinpfeifen. Was ist eigentlich mit dem Aufzug hier? Sieht aus, als müsstest du zuerst den Generator zum Laufen bringen. Den Generator hier? Wahrscheinlich treibt dieser Generator den Aufzug an. Können wir hier Wissenschaft benutzen? Diese Fähigkeit ist für den Generator nicht von Nutzen. Schade, dann müssen wir Reparieren benutzen und der ist nicht leider gut genug. Du schaffst es nicht, den Generator zu reparieren. Schade, nix können wir. Ich mag unseren Charakter nicht. Es wäre so gut, wenn ich Reparieren statt Schleichen hätte. Und es wäre noch besser, wenn uns er nicht den Weg versperren würde. So, jetzt danke. Naja, dann gehen wir halt wieder. Hilft dir jetzt nichts. Kann ich vielleicht hier bei den Monitoren noch machen? Wurde irreparabel beschädigt. Nee, okay, können wir nichts machen. Okay, gehen wir. Raus hier. Solange wir noch Gummistiefel haben. Ja, wir kommen irgendwann wieder. Ich hoffe, wir denken dran. Wisst ihr was? Das muss ich mir. Sowas muss ich mir aufschreiben, sonst denken wir dann nicht dran. Ich mach hier. Warte mal. Ich mach hier eine Liste. Fallout 2. To do. Erstens. Gifthöhle. Aufzug. Reparieren. Okay. Oh ja, Schauen wir mal. Was du wollen? Wenn nicht, dann nicht. Gehen wir. Was du wollen? Das war's erstmal. So. Jetzt müssen wir nur noch mal hier durchkommen, ohne dass wir das Sulik vor allem schmilzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es unserem Begleiter geht. Der hat anscheinend auch Gummistiefel an. Hey, danke, dass du meinen Hintern gerettet hast. Ich bewege ihn wohl besser nach Klamath. Wir sehen uns dort. Ja, ich gehe da jetzt auch hin, weil jetzt die letzten 5 Geckos kaputt machen, das lohnt sich nicht. Für die paar Erfahrungspunkte. Zufallsbegegnung! Geckos! Wir haben 1000 Erfahrungspunkte bekommen, weil wir ihn gerettet haben. Immerhin, das ist doch nicht schlecht. 1000 Erfahrungspunkte, das bringt uns näher an unser Level ab als irgendwelche Geckos. Und jetzt schauen wir mal, dass wir die Gruppe hier töten. Das sind nur kleine Geckos, die schaffen wir, oder? Oh mein Gott, das sind so viele, das schaffen wir unmöglich. Entschuldigung, nimmt den verbesserten Speer aus irgendeinem Grund. Ist okay für mich. Sulik, ich lauf weg. Kämpf du gerne noch ein bisschen gegen die? Vielleicht kannst du noch ein paar töten.
Ich lenke sie ab. Das sind zu viele, das schafft unser Charakter nicht. Oh mein Gott, ich hab... Läuf Zulik weg? Oh Gott. Oh Gott. Nee, der hat noch 38. Der stirbt jetzt nicht so schnell. Was wollte ich sagen? Oh ja, ich habe jetzt schon Angst vor den Aliens. Ich hoffe, da haben wir schon schwere Waffen bis dahin. Aber Zulik läuft wirklich weg, oder? Verstehe gar nicht, warum. So kaputt ist er noch gar nicht. Muss ich vielleicht mal in seine Taktikeinstellungen noch mal gucken. Mentats. Wenn ich eine Vorlautdroge nehmen müsste, dann wären es Mentats, glaube ich. Nix wie weg hier. Sind doch ein bisschen zu viele für mich gewesen. Noch eine Zufallsbegegnung. Eine Gruppe heiliger Menschen. Okay. Oh, das sind böse heilige Menschen. Die sind ganz schön nicht so heilig. Error. Das ist schon wieder irgendwas, ne? Ist schon wieder irgendwas leider fehlerhaft gemoddetes. Da muss ich echt mal gucken. Ich befürchte... Kannst du es wagen, unsere Meditation zu stören? Ich befürchte, ich muss da wirklich noch ein bisschen hinterher modden, weil ich glaube, wir sind noch nicht... Wir haben noch nicht die volle Gewaltdarstellung. Boah! Die Kerle sind ganz schön krass mit ihren Sperren. Was ist denn da los? Geister des Landes, greift an! Zulik, schick du deine Knochenahnen, wenn die Geister des Landes schicken. Das ist ein richtiger Pokémon-Kampf hier. Bring uns um. Ich hätte nicht gedacht, dass drei so Mönche hier uns jetzt plötzlich gefährlich werden. Wir sind so nutzlos. Oh Gott, bitte. Ich hoffe echt, dass wir schnell einigermaßen besser werden. Kommt schon, die haben auch keine Rüstung und nix. Oh mein Gott. Die haben so viel TP. Und Zulik kämpft schon wieder nicht mehr. Ah. Doch, Zulik kämpft. Großvater sagen, wir jetzt müssen töten. Ja, aber leider bin ich hier, glaube ich, die Erste, die stirbt. In den Optionen habe ich alles richtig eingestellt. Da haben wir den maximalen Gewaltgrad. Und da ich den einstellen konnte, ne, war ich mir eigentlich auch sicher, dass das funktioniert hat. Deswegen, ne, wundert's mich. Aber ja, keine Ahnung. So, wo war jetzt die gleich nochmal? Warst du das? Ich glaube schon. Zurück, was? Ich hoffe, du kümmerst dich um Zulik. Ich bin sicher... Ach so, nee, warte mal. Du bist die mit Zulik. Ich bin zurück, weil ich was brauche. Bla, 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 nix. Oh, wo war denn die mit dem Trapper? Wahrscheinlich muss ich eh nicht mehr mit der reden, aber ich würde es trotzdem gern... Ja, nee, da haben wir alles erledigt. Ja, das war eine ganz schön heftige Schalin-Mönche hier. Hund, gehst du bitte mal zur Seite? Danke. Ja, aber eigentlich sollte das die deutsche Version eben patchen, weil hier, es gibt ja auch Kinder im Spiel, das hat ja funktioniert. Die Error werden erzeugt, da die... Ja, ich habe tatsächlich auch in den Patchnotes irgendwas gelesen, dass ich eine Datei umbenennen müsste, aber ich habe die Datei bei mir nicht gefunden. Es kann also wirklich sein, dass
ich dann nochmal irgendwas machen muss. Das ist nur eine Kleinigkeit. Da muss man nur irgendeine Datei wirklich umtaufen und dann müsste alles funktionieren. Also zumindest mit den Error-Nachrichten. Aber ja, da kümmere ich mich hoffentlich bis zum nächsten Stream drum. Nach der Gamescom dann. Ich versuche nochmal das Schloss hier zu knacken. Aber es könnte halt sein, dass wir es einfach nicht schaffen, ne? Dass es einfach unmöglich ist. Wir haben schon so lang versucht. Oh, 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 oh. Ich merke gerade, wie Frust in mir aufsteigt. Ich merke gerade, wie ich mir denke, so warum um Himmels Willen haben wir nicht einen sinnvollen Charakter gebaut? Vielleicht war das mit Alexa keine gute Idee. Aber andererseits war es eine gute Idee. Doch, das ist lustig. Das ist gut. Kompfini müsste den Eintrag beinhalten. Weißt du was? Da gucke ich nachher tatsächlich dann nochmal nach. Jetzt geh ich nach Den und Scheiß Vic zusammen, dass der mir hier gefälligst nicht den Schlüssel für sein blödes Hinterzimmer geben kann. Was zur Hölle? Einige Banditen, die eine Händlergruppe angreifen, da machen wir mit. Der sagt auch Error. Okay, wir haben da wirklich ein paar Error-Probleme. Aber das ist jetzt gut, weil jetzt haben wir ein paar Verbündete, die gegen ein paar Feinde kämpfen. Da können wir uns einmischen und am Schluss ordentlich abluten, wenn wir Glück haben. Ich weiß nicht, wer wer ist. Das hier ist eine Banditin. Ja. Okay. Ah, okay, wow, das sind aber... Wow, warte mal. Du bist doch kein Bandit, du bist der Händler. Warum wird mir der Händler rot angezeigt? Naja, egal, let's go. Schade, dass hier niemand mit einer Minigun ist, der zufällig hier in dem Kampf sterben könnte. Das wäre super. So, jetzt gucken wir mal schnell. Du bist ein Bandit, definitiv. Okay, dann greifen wir den Banditen an. Was aus irgendeinem Grund nicht geht. Weil ich zu weit weg bin, aber ich kann auch nicht näher rangehen. So, jetzt. Ja, voll daneben gestochen. Ja, knüppel ihn nieder. Der Händler kennt nichts. Okay, Händler und ich machen den fertig jetzt. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Wenn das die einzige... Warte mal. Das ist ein Bandit. Ah, das ist ein Reisender. Okay, 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 okay. Das ist noch ein Bandit. Nee, okay. Also Verbündete sind in der Mehrzahl. Ich hoffe, die wissen, dass ich verbündet bin. Liebe Händler, greift mich nicht an nach der Geschichte. Ich gehöre nicht zu den Banditen hier, ne? Ich hoffe, ihr wisst das. Oh, Flammenwerfer, ja. Stellt euch vor, ich würde da jetzt einfach reinsprühen. Irgendwie sieht das lustig aus, wie der dich auf den Kopf haut, wenn er trifft. Oh, der greift Zulik an. Und zwar voll böse. Meine Güte. Der ist ganz schön zäh. Was ist denn das für einer hier? Ah, hat noch 22 HP. Okay, let's go. Wie geht Zulik eigentlich so? Ah, oh, ist noch okay. Ist noch okay. Aber der ist schon krass, muss ich sagen. Nicht schlecht. Für so einen einsamen Raider hält der uns drei hier ganz schön auf Trab. Ich speichere mal schnell. Ich speichere mal schnell, falls hier alles komplett vor die Hunde geht. Ich hau halt auch Luftlöcher. Komm schon, Händler, mit dem Knüppel drauf. Sehr gut, aber ohne Schaden getroffen, leider. Zulik ist halt hier auch der Einzige, der dem Schaden machen kann, ne? Ja, er hat den Speer fallen gelassen. Das ist sehr gut.
Der Raider hat den Speer fallen gelassen. Das macht ihn gleich sehr viel weniger gefährlich. Mit dem Knüppel drauf. Nix funktioniert. Er hebt den Speer auf, er rüstet ihn wieder aus. Kann noch einmal zustechen. Nein! Zulik wurde getroffen, aber aus Versehen. Zulik wurde aus Versehen getroffen. Ist soweit noch okay. Zulik ist jetzt wirklich schwer verletzt, also jetzt muss er sich echt zurückziehen. Aber das war kein absichtlicher Treffer. Also ich hoffe immer noch, die Händler sind nicht meine Feinde. Ich treffe gar nichts. Nein, das war Absicht. Shit, warum sind die gegen mich? Hä? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe denen überhaupt nichts getan. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die jetzt uns hinterherjagen. Ich dachte eigentlich, wir sind mit denen verbündet. Hallo, Klemmbausteinmeister. Verdammt, vielleicht können wir noch fliehen, bevor wir erschossen werden. Aber das ist ein bisschen blöd, dass die uns angreifen. Nein, Zulik hat's erwischt. Hä? Ich verstehe es wirklich nicht. Voll gemein. Warum greifen die uns an? Okay, Planänderung. Ich versuche, die beiden, die schon tot sind, heimlich zu plündern. Und hoffe, dass ich dann wegkomme damit. Oh, der hat nur ein Messer. Lame. Ich frage mich, ob das ein Fehler ist, dass die mich angreifen oder was da los ist. Aber gut, okay, keine Ahnung. Wir müssen einfach abhauen. Na gut. War nicht sehr lukrativ, nix wie weg hier. Vielleicht schaffen wir es noch lebend raus. Das mit Alexa machen wir auch in voller Tactics. Ja, ich glaube, wir machen das wirklich in allen anderen Teilen. Ich bereue es nur trotzdem, dass wir es gemacht haben. Aber es macht es interessant, definitiv. Doch, das machen wir schon weiterhin. Ihr dürft nicht immer alles so ernst nehmen, was ich sage. Manchmal bin ich einfach ein bisschen grantig und dann schimpf ich. Das hat keine Aussagekraft. Alles gut. Guck mal, jetzt kann ich den Kampf beenden. Vielleicht, weil die vorher versehentlich auf Zulik geschossen haben. Vielleicht war das Problem. Jetzt überschreibe ich mal nochmal hier den Save. Und gehe mal nochmal hoch. Sind die jetzt böse auf mich oder nicht? Ah, Waffe wegstecken, hat sie gerade gesagt. Okay, aber jetzt sind die Freunde. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Aber gut, dann schauen wir mal, was die so handeln hier. Eigentlich echt Stuff, den ich gerne hätte. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich krieg nicht so viel Kohle zusammen. Gummistiefel. Ich glaube, Gummistiefel brauche ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, die könnte ich... Oh, die sind gar nichts wert. Damn. Ach, ich hätte so gern die Lederrüstung. Ich könnte mir die nicht mal leisten. Nicht mal, wenn ich Geld sparen wollen würde, was ich will, könnte ich mir die leisten. Der hat leider auch kein Geld, ne? Hm. Ja, hier passt schon. Kaufen wir uns ein bisschen Heilmittel. Hallo, Lein. Ja, werfen wäre natürlich noch schlimmer gewesen. Da bin ich schon echt froh, dass wir das nochmal zurückgenommen haben. Ich glaube, mit werfen wären wir nicht sehr glücklich geworden. Das ist schon der... Also, werfen ist ja ganz nett. Wenn man ein paar gut gezielte Granaten gegen normale Gegner, ne, das kann schon echt gut sein. Aber ihr müsstet euch halt echt vorstellen, wenn wir uns auf Werfen spezialisiert haben, dann würden wir jetzt hier in den Kämpfen wahrscheinlich einfach mit Steinen um uns werfen die ganze Zeit. Und das noch ziemlich lange. Und im Endgame hätten wir überhaupt keine Chance mehr gegen Frank Corrigan. Ich meine,
Ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, wären vielleicht ein paar gut platzierte Steine mächtiger als mein Messer, mit dem ich eh nichts treffe aktuell. Muss man auch sagen, okay. Aber im Endgame wäre es halt vorbei gewesen. So viel Granaten, dass wir Frank Corrigan nur mit Werfen besiegen. Es wäre interessant gewesen. Jetzt, wo ich so drüber rede, bereue ich es fast, dass wir es nicht gemacht haben. Fuji, was machst du denn hier? Wie kommst du denn hier hoch, Kleiner? Du solltest hier eigentlich gar nicht hochkommen, hm? Eigentlich sollte so ein kleiner Welpe noch keine Treppen steigen. Was ist denn? Hat er das Gitter wieder verschoben, der Kleine, ha? Huh? Du. Was machen wir denn jetzt mit dir hier? Es geht ja nicht. Kleiner. So, ich wollte nur mal gucken, ob man hier ein bisschen was plündern kann, vielleicht noch. Ja. Ich glaube, ich muss den Kleinen mal noch mal schnell runterbringen. Hm, du. So ohne Aufsicht will ich den hier bei den ganzen Kabeln nicht rumlaufen lassen. Dafür ist er noch zu klein. Ich gehe mal kurz runter mit ihm. Ich bin gleich wieder da. So. Hallo? Hallo? Test, Test. Ah ja, jetzt geht's wieder. Hat gerade nur auf einem Ohr Sound. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte die Händler noch bestehlen. So als Entlohnung dafür, dass ich sie so super effektiv verteidigt habe gerade. Aber die haben wirklich gar nichts. Naja. Dann gehen wir weiter. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob man irgendwie noch versuchen sollte, ein Level zu kriegen. Tauschen. Na, ich dachte, vielleicht hätte er die Schlüssel im Inventar. Ich rede nochmal mit Metzger. Der hat auch keinen Schlüssel für Wick und auch kein Dietrich-Dingens. Wir hatten doch noch eine andere Quest hier, oder? In Den. Was war denn die andere Quest gleich nochmal? Irgendeine haben wir schon angenommen. Wir sollten Geld eintreiben von irgendjemandem, ne? Quatsch. Hilfe! Ich möchte da hingucken. Hol das Buch von Derek. Ich weiß nicht, was das mit dem Buch von Derek ist. Bring Annas Goldmedaille zurück. Hä? Die Quest haben wir schon? Woher? Das ist alles sehr ungewöhnlich hier, muss ich euch sagen. Aber gut, okay, keine Ahnung. Genau, Fallout 2 ist das. Kennt uns herzlich für die Resident Evil Videos. Das freut mich sehr. Dankeschön. Resident Evil spielen wir jetzt dann übrigens auch noch. Da ich jetzt in Fallout 2 eh gerade ein bisschen hänge und nicht so recht weiß, was wir tun müssen, wird es vielleicht eh Zeit, dass wir schon langsam wechseln. Aber noch nicht. Noch nicht. Hier waren wir auch schon. Hier war die stählerne Bruderschaft.
Ah, hier waren wir noch nicht. Okay, da schauen wir uns mal nochmal um. Vielleicht gibt es hier noch was, das uns irgendwie ein bisschen in eine richtige Richtung schubst nochmal. Das uns irgendwie nochmal ein bisschen weiterbringt. This is where the town entrance message should be. Error. Ja, wir sind hier... Oh Gott, oh Gott. Wir sind ja anscheinend in einem DLC-Bereich, der leider kaputt ist. Ich muss das wirklich fixen. Da muss ich wirklich gucken, dass wir das hinkriegen. Ist nämlich schade drum, weil das eigentlich voll cool ist, dass eben so unfertige Gebiete rekonstruiert wurden. Aber ne, wenn halt alles nur Error ist, dann ist es ein bisschen blöd. Reden wir mal mit Error. Error. Oh nein! Oh Gott, so Error! Okay. Vielleicht ist das auch ein Zeichen jetzt, oder? Ich starte noch mal kurz. Weil ich weiß nicht mehr, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Ich glaube, lange ist es nicht her. Es war bei den Händlern, ne? Das war hier unten safe, ja, genau. Ja, okay, ich muss das Spiel definitiv dringend nochmal reparieren. Das ist nämlich schade, dass manche Gebiete und Inhalte nicht funktionieren. Und wenn das Spiel abstürzt, ist es sowieso ziemlich blöd. Das werden wir definitiv bis zum nächsten Mal, kriege ich das hoffentlich hin. Und dann gucken wir... Was ist denn hier los? Einige Bauern, die Skorpione abwehren. Aber warum ist hier ein toter Wildhund? Das würde mich mal interessieren. Wenn das die Bauern waren, bin ich auf Seite der Skorpione. Oh, guck mal, die haben voll die Schusswaffen. Ich bin wirklich Team Skorpione. Wenn die gewinnen, kriege ich die Schusswaffen. Oh, was? Hat das Kind gerade den Skorpion? Ich wusste nicht. Okay. Aber wir haben schon wieder Error-Nachrichten. Weil, wisst ihr, das ist schon wieder alles Zeug, das nicht so gut funktioniert. Aber ich will sehen, wie der Kampf ausgeht. Okay, der Kerl erschießt die Skorpione einfach. Die Kinder werfen Steine. Das ist schon lustig, die haben einen Stein, die Kinder, und wechseln sich immer wieder ab, wer ihn werfen darf. Das kleine Kind verprügelt den Skorpion ganz schön. Ich glaube, das Kind ist stärker als ich. Ohne Witz. Das hat doch gerade den Skorpion umgebracht einfach, ne? Naja, okay, Leute. Machen wir jetzt wirklich für heute Schluss mit Fallout 2. Ist jetzt ein blödes Ende und alles. Ist überhaupt blöd gelaufen heute. Haben wir heute irgendwas geschafft? Wir haben den Dude aus der Gifthöhle gerettet. Und wir haben dem Highwayman-Händler Essen gebracht. Immerhin. Immerhin. Hey, danke schön, Heinz. Heinze. Für den Fünfer. Sehr nett von dir. Dann machen wir jetzt ganz kurz Pause, aber dann geht's sofort mit Resident Evil Zero weiter. Dauert hoffentlich keine 5 Minuten. Bin sofort wieder da. An alle, die jetzt abhauen, sage ich schon mal vielen Dank fürs Dabeisein. Danke für die ganzen Bits und Subs und alles heute. Und wie gesagt, Resident Evil geht gleich los. Bis gleich.